TV Straßensound. Meine lieben Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sind hier bei TV Straßensound in meinem wunderschönen Podcast heute mit Mach One. Yo. Crazy, Alter. Verrückt. Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? Nee. So ewig. Wir haben uns ewig nicht mehr gesehen, weil wir uns noch nie gesehen haben. Wir haben uns noch nie gesehen. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Oder? Ja, wo sind meine Manieren? Danke, dass du hier bist, die Zeit gefunden hast und auch, was ich immer geil finde, wenn Rapper alleine kommen. Warum kommen die sonst mit Entourage? Oft, ja, oft. Und dann kippen Cola-Dosen um und es wird geraucht, wo nicht geraucht werden darf und hast nicht gesehen. Aber du bist ein Mann mit Manieren, ja? Das bin ich natürlich. Natürlich, Michael. Nein, was denkt ihr denn? Ich komme, ich brauche da nicht 1000 Leute um mich herum. Das habe ich, doch, ich habe den ganzen Tag irgendwie sehr viele Leute um mich herum. Ich habe viel mit Menschen zu tun. Ja. Alleine auch, was die Zusammenarbeit musikalisch angeht oder auch was Tätowieren angeht. Ich mache einen Haufen Kram. Ja. Aber wenn ich jetzt hierher komme, brauche ich da nicht ständig überall mit Gruppe anreisen. Das macht keinen Sinn. Ist es Arbeit für dich gerade oder hast du schon Feierabend gehabt und lässt es jetzt so ausklingen? Also fühlst du dich jetzt irgendwie unter Stress oder unter Druck? Nein, ich muss nachher noch, ich treffe mich nachher noch mit meinem alten Brudi Akte. Wir schreiben zusammen an seinem Buch. Geil. Oh, das wird auch ein Knaller. Liebe Grüße auch. Werde ich ausrichten. Ist das Arbeit für mich? Für mich ist, ich bin Künstler, für mich ist das alles keine Arbeit. Hm. Also das ist du würdest jetzt, wir können gleich wieder so reinspringen, weißt du? Ja, nein, ja. Ohne Scheiß, ich bin leidenschaftlicher Künstler. Für mich ist, du kannst entweder sagen, ich arbeite immer oder ich arbeite nie. Also, weißt du, was ich meine? So, das ist, für mich ist das alles etwas, das ich mit voller Leidenschaft mache und anders geht es wahrscheinlich auch gar nicht, ne? Also ja, geht wahrscheinlich schon, aber es ist wahrscheinlich so etwas, was man mitbringen muss, wenn man den Job auf die Distanz machen will, die du jetzt auch schon dabei mitmischst, ne? Das stimmt, wahrscheinlich schon, ja. Also es ist tatsächlich nicht, es ist nicht wollen, es ist müssen, ich kann ja nicht anders. Das ist die Leidenschaft. Ja, ja. Die Leidenschaft. Es ist müssen. Du kommst ja nun mal nicht raus. Ja, du meintest vorhin auch irgendwie, kurz bevor ich die Kameras angemacht habe, dass du gerade relativ viel Stress um die Ohren hast. Ja. Und meintest du ja auch. Meinte ich auch. Ich meinte, ja, da bist du genau richtig. Warum, Alter? Hast du schwierige Zeiten oder privat oder was los? Ja, tatsächlich. Ich meine, ich weiß nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, für wen sind die Zeiten gerade nicht schwierig? So, weißt du? Wir haben diese Kriegssituation, wir haben diese finanzielle Situation dadurch, wir haben diese ganze Corona-Situation, die irgendwie hängt ja gerade eine ganze Menge Scheiße über uns allen. So. Mhm. Und ich glaube, so richtig, ich weiß nicht, wer da was Positives draus ziehen kann. Aber klar, also wenn du sagst, ihr habt auch gerade hier, irgendwie du hast auch gerade im Leben eine ganze Menge um die Ohren, bei mir ist halt auch viel, weißt du, Album-Release, wir mussten jetzt schon einmal verschieben. Viele Sachen sind jetzt immer noch nicht so gelaufen, wie wir das gerne wollen. Dieses Album tanzt uns auf der Nase rum, sei es friss oder stirb und wir fressen oder sterben. So, weißt du, viele Sachen passieren da gerade, die so, sich so ein bisschen nach Fremdeinfluss anfühlen. Und ich meine, bei mir ist es jetzt ja so, wir bauen gerade ein neues Team auf und da gibt es viel fein zu justieren und wir arbeiten alles alleine. Das heißt, bei mir ist es so, ich habe vernünftig Geld zu verdienen aktuell oder regelmäßig habe ich den Tattoo-Job und die ganzen Sachen, die zum Album gehören, mache ich auch. Aber in der Zeit kann ich im Grunde, wenn ich selbst für mich arbeite, verdiene ich kein Geld. Das finanzielle Thema ist immer kompliziert. Dazu gab es noch einen persönlichen, ja, gab einen Todesfall. Hm. Gerade ist echt. Das Universum drückt gerade von allen Seiten. Scheiße, Alter. Mein Beileid, ja. Natürlich, ne, mein aufrichtiges Beileid. Das ist, Todesfälle sind immer Kacke, egal wen es betrifft. Mhm. Und du hast gerade was Schönes gesagt oder was Interessantes gesagt. Wer kann in diesen Zeiten irgendwie noch an Positivität festhalten oder so? Ich frage mich das auch manchmal, Mann. Wie kann man eigentlich so optimistisch bleiben in solchen Zeiten? Und vor allem so, kennst du das, wenn du dir so überlegst, so wann war eigentlich mal so eine Zeit, wo man alles cool war und man sich so denkt, so ey, keine Ahnung, Alter, weißt du, vor Krieg war Krieg, vor Krieg war noch ein anderer Krieg und immer ist irgendwas so. Erinnerst du dich an eine Zeit, wo du wirklich sagen kannst, ey Mann, da war ich so unbeschwert und bin durchs Leben gegangen, so hatte ich das schon ewig nicht mehr. Ich glaube, unbeschwert gab es bei mir noch nie, so dramatisch das jetzt klingt. Aber glücklich, ich glaube tatsächlich, dass ich einer der glücklichsten Menschen bin, die ich kenne. Woran machst du das fest? An
daran, wie sehr man mit in sich selbst, wie nah man bei sich selbst ist und wie sehr man sich selbst verwirklichen kann und wie sehr man morgens aufsteht und weiß wofür, glaube ich. Und auch, wie schön die Menschen um einen herum sind. Und das meine ich nicht oberflächlich. Ja. Ja. So. Und ich habe da inzwischen wirklich einen ganz, ganz tollen Freundeskreis und bin glücklich über, bin eigentlich sehr, sehr glücklich über das, was ich mache und machen darf. Und bin sehr glücklich über mein, ich bin grundsätzlich ein glücklicher Mensch. Das heißt nicht, dass es leicht ist. Also weißt du, dass da viel lastet auf einem. Ich versuche mich auch so gut wie möglich um meine Leute zu kümmern und dann nimmt man auch immer viel Last mit. Schwer ist es, aber schön ist es auch. Ja, was schwer ist, ist halt manchmal, finde ich so, also ich glaube schön oder andersrum, schöne Dinge muss man sich auch manchmal so ein bisschen erarbeiten und verdienen und dazu gehört es halt auch einfach, habe ich das Gefühl, so auch mal durch die Scheiße zu gehen, ne? Weil ich mir denke so, woher willst du wissen, was schön ist, wenn du noch nie erlebt hast, das, was scheiße war? Ja, ja. Weißt du? Also ist auch so ein bisschen wie schwarz und weiß. Ja, ist ja auch so. Aber also woran machst du das fest, wenn du sagst, du hast eigentlich ein ganz glückliches Leben, aber die Umstände sind unglücklich? Passieren Dinge in deinem Leben, mit denen du wirklich nie rechnest oder hast du selber einen Anteil, dass du das Pech manchmal provozierst oder was würdest du sagen? Ich habe ja nicht mal richtig Pech, also es ist ja nicht mal so, also ich bin Chaot, ich bin das wandelnde Chaos, ich bin das Einzige, wo ich wirklich geordnet funktioniere, ist halt Kunst, also ich habe eine emotionale Intelligenz, ich habe eine kreative Intelligenz, aber ich bin halt ein Chaot. Ich bin das wirklich, das war ein Chaos. Das ist ein schönes, kreatives Chaos, aber das bringt trotzdem natürlich irgendwie immer auch eine ganze Menge Unordnung mit sich. Ja, und wenn du sagst, aktuell ist auch noch eine gewisse Hektik dazu, wie sieht so dein chaotisches Leben derzeit aus? Wie würdest du so deinen Alltag beschreiben? Kommt drauf an, wie lang der Tag so ist. Wie würde ich meinen Alltag beschreiben? Lässt sich das überhaupt beschreiben oder ist es so chaotisch, dass es keinen Anfang, kein Ende gibt? Im Großen und Ganzen habe ich habe einen vollen Kalender, ich habe jeden Tag Termine mit diesem und jenem und also sagen wir mal, ein normaler Arbeitstag im Tattoo-Studio ist, ich wach, wenn ich denn geschlafen habe, um 12 Uhr ungefähr auf, mache mich fit. Dann gehe ich ins Studio, treffe mich mit jemandem, den ich tätowieren soll. Manchmal Leute, die ich noch nie getroffen habe, oft Leute, die ich schon zum wiederholten Mal tätowiere. Dann gehen wir was essen, besprechen, was wir heute machen. Wahrscheinlich machen wir was weiter. Dann machen wir ein Bierchen auf. Und dann gibt es ganz viel therapeutisches Gespräch bei mir immer. Das ist immer so, man hat dich ewig nicht gesehen, weißt du, das ist immer... dann wird tätowiert, dann wird vielleicht noch ein bisschen gefeiert, dann wird vielleicht noch ein bisschen an irgendwas gearbeitet, was jetzt zum Beispiel Videoarbeit ist oder man geht noch, man trifft sich noch im Studio, macht noch Musik. Das ist jetzt aktuell gerade relativ selten, weil das Album ist fertig, wir müssen jetzt halt fürs Album arbeiten. Jetzt aktuell Musik machen kommt gerade ein bisschen zu kurz, ich hätte voll Bock mal wieder was zu machen, aber wir haben ja das Ding fertig und müssen jetzt halt, ich arbeite die ganzen Videos durch und. Manchmal male ich eine Leinwand, treffe mich mit Freunden. Im Großen und Ganzen ist die Konstante aktuell ist das Tätowieren, weil es halt wirklich auch, das ist, damit verdiene ich jeden Tag Geld, möglichst. Aber sonst alles andere passiert, wie es passiert. Ich lasse mich treiben eigentlich. Könntest du dir vorstellen, nachdem du mir das jetzt erzählt hast, so einen richtig durchstrukturierten Tag zu haben, Angestellter zu sein, zu wissen, ich muss um die Uhrzeit auf der Matte stehen, bis dahin, ich muss in der Zeit das machen, was von mir verlangt wird, weil das klingt genau nach dem Gegenteil von dem, was ich dir gerade beschrieben habe. Was ja, du ja, nee, das wäre für mich unmöglich. Unmöglich? Unmöglich, das ist völlig unmöglich, weil es überhaupt nicht meiner Natur entspricht. Das, was ich jetzt mache, entspricht sehr meiner Natur. Das wird super esoterisch, aber ich glaube halt, dass wenn man seine Natur erkennt und sich der Sache ergibt und sich treiben lässt, dann
freut sich das Universum darüber und spielt einem auch mal gute Karten zu. Das klingt super esoterisch. Ich bin letztens, ach mein Gott, ich bin ein Freak. Hey du, wir haben hier Platz für all deine Probleme und für alles, was du mit reinbringst. Deswegen lass uns einfach mal so ein bisschen sprechen, weil es gehört ja auch so ein bisschen zu deinem Profil, weißt du, wenn du dich ins Interview setzt und sagst, was gerade so abgeht und die Leute sich vielleicht fragen, hey, ne, warum, was geht denn ab und warum wird dann vielleicht auch was verschoben, wie du gesagt hast, ne, musikalisch, was ist da los und so. Und jetzt hast du schon ein bisschen gesagt, hier die Main-Komponente ist eigentlich gar nicht das Mucke machen, sondern das Tätowieren. Man weiß, du bist Tätowierer, du hast ja in der Stadt auch schon einen gewissen Namen und einen gewissen Anspruch rund um dein Tattoo-Business. Ja, absolut. Zumindest wird mir das so zugetragen, ja. Nein, das ist so. Ich bin insgesamt ein sehr guter Künstler, aber ich habe mich da an das Tätowieren jetzt in den letzten 10 Jahren sehr, sehr, sehr hartnäckig und akribisch. Ich habe mich da sehr tief reingearbeitet in das Thema, habe meine Arbeitsweise auf den Heilungsprozess optimiert und mache einfach wirklich vernünftige Arbeit. Also das ist, ich bin Chaot, ich bin niemand, der zu dem du gehst und du hast einen Tattoo-Termin, sondern es gibt immer eine Tattoo-Session, das hat immer auch was mit einem kompletten Tag zu tun. Man hängt dann rum und für viele Leute ist eine Tattoo-Session bei mir nichts, weil das wirklich, du kommst halt nicht dahin und wirst tätowiert und gehst wieder, sondern wie ich gerade schon sage, ich lasse mich treiben und erst manchmal brauche ich halt, keine Ahnung, manchmal tätowiert man halt um 4 Uhr morgens. Ach was? Mäßig. Okay. Kann vorkommen, ja? Du, kann auch 8 werden, kann auch am nächsten Tag. Okay. Das ist halt... Manchmal redet man dann halt, ich mag es einfach, die Sachen laufen zu lassen. Vor allem, wenn ich Leute neu kennenlerne, will ich auch wissen, wen ich da tätowiere, was ich da tätowiere und warum und ob das sinnig ist. Manchmal rede ich mit Leuten 8 Stunden, bevor ich überhaupt ein Design mache und es wird was völlig anderes, als sie ursprünglich dachten. Wahnsinn. Aber warum ist dir das wichtig, zu den Menschen hinter dem Auftrag kennenzulernen? Weil es eine Verantwortung ist, die man meiner Meinung nach als Tätowierer hat. Manche Leute wissen, ich bin halt kein Dienstleister, ich bin da wirklich ein Vollblutkünstler und dann, wenn du zu mir kommst, kriegst du halt wirklich du kriegst ein Tattoo fürs Leben und ein Tattoo verändert deine Außenwahrnehmung, also deine Außenwirkung und deine eigene Außenwahrnehmung und ist immer auch eine Körpererweiterung und man sollte schon darüber nachdenken, ob man sich jetzt hier, es ist wie, ich hätte gerne das Todesdatum von, Standardanfrage, warum willst du den Tod festhalten? Weißt du, was ich meine? Dann hast du für immer da das Datum Datum, an dem jemand, der dir offensichtlich so wichtig ist, dass du dir das tätowieren lässt, gestorben ist. Warum lässt du dir nicht was tätowieren, das an sein Leben erinnert? Oder ihr? Weißt du, und das sind so Unterschiede. Das ist eine Verantwortung, die man hat, meiner Meinung nach. Kann man nicht von jedem Tätowierer verlangen. Zu manchen Tätowierern gehst du halt auch. Und die scheißen halt drauf. Ja, natürlich. Die wollen ihr Geld haben und dich schnell abstechen und der nächste bitte. Wie wär dann wahrscheinlich dein Leben, wenn du auch so wärst? Meinst du, du würdest profitabler wegkommen? Ja. Ne? Weil das ist ja auch irgendwo ein Business-Faktor, ne? Auf den schnellstmöglichen Profit hinauszuarbeiten oder hinauszuleben. Geld ist nicht mein Ding. Ach echt, ja? Geld. Ich hasse Geld. Ich bin niemand, der, ich brauche nichts. Ich brauche kein Auto, ich brauche Farben. Mann, ganz ehrlich, ich bin ein Punker. Na klar, musst du Geld haben zum Überleben. Und in Deutschland ist das überall auf der Welt, in jedem kommerziellen System ist es ein wichtiges Thema. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass wir so ein Interview führen. Was hättest du denn gedacht, was für ein Interview? Nein, keine Ahnung. Das Interview hat noch gar nicht angefangen, Alter. Ja, genau. Ich bin wie der Joker, ich bin im Grunde, für den war es wichtig, die Welt brennen zu sehen. Ich will einfach Kunst machen. Ja. So, das ist alles. Ich will mit Leuten arbeiten, die Bock haben, nachhaltig Kunst zu hinterlassen. Ich will, dass die Menschheit die Möglichkeit bekommt, also nicht nur durch mich, ich hoffe durch jeden Künstler, aber einen schönen Fußabdruck zu hinterlassen. Kunst ist für mich die wichtigste Hinterlassenschaft der Menschheit. Wenn sie irgendwann mal nicht mehr sein sollte, ist das das Schönste, was da ist. Und meinst du, das war schon immer so bei dir? Oder hast du erstmal so 20 Jahre den Hustler gemacht und wolltest immer an das große Geld rankommen und irgendwann hast du gemerkt, nee, das erfüllt mich doch nicht so und das ist jetzt die logische Konsequenz, so zu sprechen? Ich glaube,
Ich glaube tatsächlich, Geld hat in meinem Leben noch nie eine richtige Rolle gespielt, außer die Rolle, dass es nicht da war. Also weißt schon, aufgewachsen mit einer alleinerziehenden Mutter und noch einem Bruder. Und wenn man dann war nie Geld da. Und natürlich hat man immer gedacht, oh, wenn man mal Geld hat. Aber ich habe festgestellt, wenn ich dann mal Geld hatte, dann habe ich das gemacht, was ich immer damit vorhatte. Und zwar alles ausgegeben. Also hatte ich davon auch nichts. Im Grunde so. Ich möchte nicht über Geld nachdenken müssen, dann ist alles okay. Und ich kann mit Geld auch nicht umgehen. Also ich brauche ein Bierchen, ich brauche Farben, dann brauche ich vielleicht einen Kaffee. Was würdest du sagen, war so die dümmste Ausgabe, die du so in deinen letzten 5 Jahren getroffen hast? In den letzten 5 Jahren? Ja. Sag mal 5 Jahre und dann überhaupt. Wenn du sagst, du kannst mit Geld nicht umgehen. Nee, ich weiß es nicht genau. Ich würde jetzt sagen, nein, Mann, weiß ich auch nicht. Ich habe viel Geld in Alkohol und Drogen gesteckt. Aber das ist auch nicht so dumm für mich. Scheiße, Alter, hat sich auch gelohnt, ne? Ja, weiß ich auch nicht, ja. Also, die dümmste Ausgabe, lass mich mal nachdenken. Nee, Mann, wenn ich mal eine größere Summe Geld ausgebe, dann ist es wirklich für irgendwas, was ich auch brauche, um zu arbeiten. Also ich investiere eigentlich ausschließlich in Arbeitsmaterial. Und, ja. Und Party. Naja, Party, das, in dem Fall sind Alkohol und Drogen auch Arbeitsmaterial. So, verstehe, ja. Deswegen auch die Session, weißt du? Ja. Das ist quasi Betriebsausgaben. Nee, die Sache ist einfach, was soll ich dir sagen? Ich hab ja nun wirklich auch, da muss ich auch mal versuchen, gegenzuarbeiten, obwohl ich es eigentlich überhaupt nicht, ich finde es überhaupt nicht schlimm, ich finde es eigentlich lustig. Ich habe mir auch über all die Jahre, in denen ich, in denen man mich so mitbekommt, auch mir schon einen sehr, sehr vernünftigen Junkie-Ruf erarbeitet. Wie ernst und was daran ernst ist und was nicht, das sei mal so dahingestellt. Aber ich glaube, da muss ich auch mal ein bisschen vorsichtig sein, dass ich mich da nicht zu sehr drauf ausruhe. Meinst du, so, man darf nicht zu ehrlich sein oder was? Mit den Leuten? Weiß ich nicht, doch, Mann. Ey, also wenn ich was sein will und zu den Leuten und sein muss, also das macht ganz viel von meiner ganz viel meiner Kunst aus, Ehrlichkeit. Ja. Also die Leute, wenn man sich meine Sachen anhört oder anguckt, die Leute, die mich dann treffen, sind immer wieder froh. Viele Leute, ich tätowiere natürlich auch immer mal wieder wirklich alte Fans. Und die Leute sind kommen oft rein, sitzen sehr gespannt da und nervös auch. Und dann kommt nach einer halben Stunde oder so, kommt dann irgendwann, ah Mann, ich bin froh, dass du kein Arschloch bist. So, weißt du, oder Leute, die mich länger kennenlernen, dann einfach auch so. Das ist für Leute, die sich mit meiner Musik wirklich beschäftigen, tatsächlich so, dass die ein sehr klares Bild davon haben, was ich für ein Typ bin. Was manchmal gruselig ist, weil ich dann auf Leute treffe, die mich schon kennen und ich kenne die nicht. Und manche Leute lehnen sich dann auch sehr weit aus dem Fenster und benehmen sich so, als würden wir uns schon kennen. Und dann muss ich sagen, hey, ganz ehrlich, hast du gerade Spaß gesagt? Wir kennen uns nicht. Ja, aber ich weiß, das ist mir scheißegal. Guck mal, wenn du in deinem Freundeskreis so mit deinen Freunden redest, ist okay, macht, was ihr wollt. Aber ich bin kein Freund von dir. Und in meinem Freundeskreis reden wir auch nicht so miteinander. Weißt du? So. Also da gibt es auch Situationen, die komisch werden. Aber worauf wollten wir eigentlich hinaus? Naja, du sagst es gerade, ne, weil du halt so transparent bist seit, Alter, ja. Du bist 79 geboren, richtig? Richtig, ja. Und bist in Prenzlberg aufgewachsen? Ja, bis ich 9 war. So, ja. Genau, und bist irgendwann in eine Situation gekommen, wo du irgendwie so in eine Minderheit warst und gemerkt hast, Alter, scheiße, die Türken, die Ausländer, die haben irgendwie ein Problem mit mir. Und wenn das du, war damals so. Ja. Genau, und das heißt, du hast ja eigentlich von der frühen Kindheit, und dann hast du auch schon gesagt, dass deine Mom alleinerziehend war, ne? Genau. Ja. Und eigentlich hast du ja schon relativ früh gemerkt, so, dass du irgendwie gucken musst, wo du bleibst. So klingt es so ein bisschen. Ja, schon. Ne? Ich war tatsächlich auch, in meiner Familie war das halt, ich musste auch schon immer einfach irgendwie so die,
die, weiß schon, die Mann im Hausfigur übernehmen oder den großen Bruder oder sehr viel Verantwortung von Anfang an. Ja. Und dann auch dann die Situation, die du ja schon ansprichst, so mit, darüber habe ich ja wirklich schon sehr viel geredet, mit Neuen aus dem Osten nach Kreuzberg ziehen, noch nie einen Türken getroffen mäßig so. Und mit meiner mir doch scheißegal, fickt euch alle Realität mit Neuen, dann in eine Situation kommen, die schwierig war damals. Es war wirklich schwierig. Und dann aber auch trotzdem in der Position sein, seine Mutter beschützen zu wollen vor irgendetwas, an dem sie sonst wieder schuld ist. War kompliziert. Kannst du dir vorstellen? Absolut, ja, klar. Also allein die Geschichte zu hören, die du durchgemacht hast, fand ich ein Mischmasch der Gefühle. Teilweise hart, teilweise grausam, teilweise krass, teilweise erschreckend, manchmal auch überraschend, weißt du? Und jetzt sitzt du hier mit mir und wir reden darüber, dass du ein Chaot bist und dass du ein Künstler bist, dass du ein paar Punker-Gene hast und so. Ich frage mich halt immer so ein bisschen bei den Menschen so, klar, die Biografie lässt einen ja werden, was man ist und was heute darstellt. So. Hättest du es dir irgendwie, ich will dich mal was fragen, meinst du, heutige Neunjährige haben es einfacher als du damals mit 9? So unabhängig jetzt davon, was für Eltern sie haben und so, sondern ich einfach mal der Zeit geschulden, so, weil du ja auch gesagt hast, du, die Zeit heute ist echt merkwürdig und hart. Ich glaube tatsächlich, dass die Probleme andere sind, auf anderer Ebene funktionieren. Ich glaube zum Beispiel, dass die ganzen neuen Medien, dass es auch sehr hart sein kann. Ja. Weißt du, so Cybermobbing und sowas kann auch super krass in die Seele verletzen, weißt du, solche Geschichten. Ich glaube, da gibt es ganz andere Geschichten. Natürlich zum Beispiel jetzt in Kreuzberg hat sich die Situation ja verändert. Nichtsdestotrotz sind Kinder grausam. Ja, Mann, 100%. Kinder können sehr grausam sein. Todes, Mann. Die wissen es ja halt auch noch nicht besser. Die haben ihre 100% Leben, sind dann halt mit 9 Jahren. Die denken noch nicht so viel über die Konsequenzen nach. Weder über die für sich selbst, noch über die für andere, weißt du? Aber hast du über deine Konsequenzen nachgedacht, Mann, als Kind oder früher? Ja, wie denn, Mann? Also, soweit man das halt eben mit seinen 100% Leben zu diesem Zeitpunkt kann, weißt du, du hast ja noch gar nicht so viele Konsequenzen erlebt. Zu einem gewissen Teil musst du ja natürlich, kannst du einschätzen, okay, wenn ich jetzt da durch die Straße gehe, dann hat das Konsequenzen. Also so weit kann man ja denken. Und wenn ich jetzt, es gibt ja gewisse Konsequenzen, die man durchaus bedenkt. Die Kinder heutzutage, ich glaube, dass es immer noch, wie gesagt, Kinder sind immer noch grausam und ich glaube, dass es auch heutzutage immer noch auch aufs Maul gibt und so weiter und so fort. Ich glaube, was ich problematisch finde tatsächlich, ist die Situation, dass zum Beispiel, jetzt hat aber der Anis den Sören gehauen, ja? Und jetzt kommen die Eltern von dem Sören und sagen, also, Entschuldigung, das geht gar nicht. Wir möchten hier ein Eltern-Lehrer-Dies-Das-Gespräch und bla. Wenn sowas ständig passiert, und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das eine Entwicklung ist, ich weiß es nicht 100%, ich glaube, aber soweit ich das mitkriege, auch bei Freunden von mir, die als Pädagogen arbeiten und so weiter und so fort, dass die Kinder nicht mehr oft genug die Möglichkeit haben, sich selbst durchzusetzen. Weißt du, was ich meine? Bist du nicht auch Pädagoge? Ja, ich bin selber Sozialarbeiter, deswegen hat es mich auch so ein bisschen interessiert, aber unabhängig jetzt davon, was ich beruflich mache, weißt du, was ich mich da so ein bisschen frage bei dir? Gab es irgendwann so den Punkt, wo du gemerkt hast in deinem Leben, scheiße, Mann, mein Verhalten hat doch Konsequenzen? So, wenn ich das jetzt mache, passiert das und das? Ja, sicher. Zumal ich ja nun auch schon die eine oder andere Konsequenz erleben durfte. Aber worauf genau willst du hinaus? Ich will eigentlich auch gar nichts hinaus. Ich will dich einfach kennenlernen. Ne? Wir haben uns heute das erste Mal getroffen und ich kenne dich halt von Musik und die weiß ich, ist kompromisslos. Ziemlich, ja. Ist mir auch wichtig. Ja. Genau, also so mit dem Wort würde ich deine Mucke beschreiben, ja, weil auch vorhin im Auto noch gehört und so, und ich habe mich natürlich interessiert für den Mensch dahinter und in unserem Gespräch will ich einfach so ein bisschen nicht nur dich als Artist kennenlernen und den Tattoo-Artist, sondern auch ein Stück weit als Mensch. Ja. Und was ich gehört habe ich eben schon gesagt, ne, fand ich teilweise krass.
krass und deine History ist heftig. Obwohl du auch witzigerweise sehr viel Rap-History schon mitgemacht hast. Voll, Todes. Ja? Und das auch manchmal sehr zu kurz kommt bei dir, finde ich, ne? Weil halt einfach sehr viele Eindrücke, du hast sehr viel, was du so irgendwie verbindest. Darüber werden wir auch noch so ein bisschen sprechen. Aber nee, ich habe mich einfach so ein bisschen gefragt, so, weil du auch vorhin gesagt hast, ne, mit dem, dass du ein Chaot bist und wie du heute geworden bist, habe ich mich natürlich gefragt, wo das alles herkommt. Ja? Ich glaube tatsächlich, also das ist für mich schwer einzuschätzen, jetzt bin ich ja, ich bin zwar Hobbypsychologe, mein Gott, aber ich bin halt ein, Mann, pass auf, das Chaos, das mich am meisten tatsächlich belastet, ja, und dass ich mit mir, in dem ich lebe und dass ich hinter mir herziehe, hat damit zu tun, dass ich tatsächlich, ich funktioniere auf einem gewissen Bereich sehr, sehr gut. Auf anderen gar nicht. Also ich habe zum Beispiel keinen Orientierungssinn. Ich kann nicht telefonieren. Ich hasse telefonieren. Ich hasse Briefkästen. Keine Post ist die beste Post. Ich hasse Briefe öffnen. Ich hasse Rechnungen bezahlen. Wäre nicht schwer. Ja, aber ich hasse, hassen ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist, ich mache einfach die Augen, ich verschließe, es ist nicht mal so, dass ich den Kopf in den Sand stecke, sondern es ist mir einfach scheißegal. Also für mich, ich bin ganz klar in eine Richtung, meine Persönlichkeit ist in eine Richtung ausgerichtet, die sich auf etwas konzentriert, zu dem es Liebe und Leidenschaft hat. Und alles andere ist mir scheißegal. Und das ist ein Problem. Weil es ja trotzdem passieren muss. Und ich muss sagen, ich renne schon so lange mit dieser merkwürdigen Einstellung oder mit diesem Charakter durch die Gegend, dass ich mich schon daran gewöhnt habe, dass alle ständig die Hand aufhalten und ich einfach weiter Kunst mache. Und das ist aber ein Chaos. Also das, weißt du schon, dieses Chaos, du musst ja irgendwie in dieser Gesellschaft funktionieren. Ich funktioniere zwischenmenschlich und emotional im Normalfall wirklich sehr, sehr gut. Und als Künstler funktioniere ich sehr, sehr gut. Aber als, weißt schon, wie soll ich sagen, Alter, Steuerzahler ist kompliziert. Gehört halt auch, alles, was du gesagt hast, gehört ja auch ein bisschen so zum Erwachsenwerden dazu, ne? Verantwortung übernehmen, Pflichtbewusstsein, Rechnung zahlen, Briefe öffnen und halt auch Rede und Antwort stehen anderen gegenüber. Das zum Beispiel mache ich. Ja, das kannst du? Also Rede und Antwort stehen, ich bin, bin nicht konfliktscheu oder so. Das ist nicht das Ding. Aber wenn du sagst, du telefonierst ungern, ja, das wird ja auch. Ich treffe mich dann mit Leuten. Okay. Ja, also du scheust nicht die Konfrontation, du magst einfach nur das Telefon nicht. Ich hasse einfach, wenn das Telefon klingelt, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich muss da rangehen. Ja. Ich werde nicht gerne zu irgendwas genötigt. Schreib mir eine Nachricht, dann antworte ich, wenn ich will oder kann. Wie findest du, wenn Leute sich auf WhatsApp streiten? kompliziert, weil es gibt Situationen, in denen ist das geschriebene Wort auf jeden Fall das hoffentlich durchdachtere. Das Problem ist natürlich, dass es keinen Ton gibt. Hm. Weißt du, also du kannst etwas total nett meinen und jemand sagt, warum kackst du mich jetzt an? Der ist emotionslos, ne? Und die Emojis reichen halt und nicht. Und vor allen Dingen, derjenige, der es liest, packt die Emotionen da rein. Richtig, wenn derjenige, der das liest, aber gerade erwartet, dass du ihn ankacken wirst oder sie, dann wird das problematisch. Ja, voll. Das heißt, du bist halt einfach ein Freund der natürlichen Konfrontation von Mensch zu Mensch. Ja, wichtig, genau. Absolut. Das war auch schon immer so? Oder hattest du auch schon andere Zeiten? Ich bin der schüchternste Mensch der Welt gewesen. Ich bin hochrot. Ich hab mich nicht gerne. Nee, natürlich war das nicht schon immer so. Aber das ist eine Sache, die da habe ich mich halt wirklich, ich habe einfach über die Jahre gelernt, dass der für mich auch, also weißt schon, Emotionen in sich reinfressen. Weißt du, es gibt auch Leute, mit denen hast du zu tun. Und die sammeln, so dievenhaft sammeln die, und ich rede jetzt sowohl von Frauen als auch von Männern, sammeln die einfach Probleme mit dir. Und wenn du fragst, was ist denn? Und die werden dann irgendwann so knatschig. Und wenn du fragst, was ist denn los? Nichts.
Ich merke doch, dass was los ist. Nein, nein, ist nichts. Okay. Und irgendwann dann so, dieses Passiv-Aggressive dahinter, das ist furchtbar. Todes. Oh Gott, und die Leute wirklich, die Leute strahlen ja aus. Und ja, ja. Wenn man sensibel ist für sowas, dann empfängt man das. Ja. Und da kann jemand in den Raum kommen und nichts sagen. Und du merkst, was ist denn los? Und dann aber irgendwann explodieren. Ich glaube, das ist ganz schlecht für die Gesundheit. So sammeln. Darum bin ich einfach jemand, der in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, alleine, Mann, wir hatten eine Situation bei einer Tattoo-Convention. Da habe ich am Tisch gesessen mit zwei Freunden von mir und uns gegenüber saß ein Pärchen mittleren Alters. Und der Typ hatte echt krasse Tattoos von jemandem, den ich kenne. Und ich habe das angeguckt, war so, ja, krass, krass, krass. Und wir haben uns gut unterhalten, war ein schönes Gespräch. Und dann irgendwann hat er einen Spruch gemacht. Und es war so AfD-mäßig. Und es war halt so, ich habe meine, direkt in dem Moment, also, weißt du, wenn man es gibt ja Leute, die dann, denen ist es dann unangenehm und die sagen aber nichts und bei mir ist es dann so, okay, pass auf. Wir hatten bisher ein schönes Gespräch, aber wenn es jetzt in die Richtung geht, sind wir keine Freunde. Das muss sofort kommen. Dann hat der, das ist fair der Person gegenüber und es ist fair dir gegenüber. Verstehst du? Du sammelst nichts und du staust nichts an. Und darum finde ich direkte Konfrontation super. Auch das ist kompromisslos, ne? Ja. Weil du halt nicht mit dem Strom schwimmst und irgendwie für die Etikette oder für den Smalltalk irgendwie cool bist und später dann im Auto sagst, was ist denn das für ein Wichser? Nein, 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 nein. Weißt du? Kriegst du bei mir direkt. Krass. Es ist super wichtig. Ist für mich eine gesunde, faire Art, durchs Leben zu gehen. Ist aber auch anstrengend, ne? Also ich glaube, in dem Moment, wo du dann irgendwie die Stimmung kippen lassen musst und ehrlich sein musst, das ist schon, kann schon natürlich kann anstrengend lustig sein. Ja, ist ein bisschen das, was du draus machst, ne? Ja, ja, ja. Nee, es kann super unangenehm sein, ja. So direkt zu sein. Vor allem für die meisten Leute ist es kein normaler Umgang. Also die meisten Leute sind davon überrannt. Aber ich bin dann halt auch, ich habe jetzt zum Beispiel, ich war bei einem Freund bei Kuba von Nord-Nord auf einer Halloween-Party und da war ein Typ, den irgendjemand mitgebracht hat. Ich bin in den Raum gekommen und der hat es echt geschafft, in drei Sätzen. Und es ist nie schön, jemandem ins Gesicht zu sagen, dass er ein Idiot ist. Aber in drei Sätzen war es dann so, dass ich gesagt habe, ich möchte mich diesem Gespräch entziehen. Und dann hat er gesagt, darf ich noch eine Sache sagen? Darf ich noch ein Kompliment machen? Und ich war so, na klar. Und dann kam irgendwas total Dämliches und dann war ich so, okay, das war auch einfach überhaupt nicht witzig und jetzt möchte ich nicht mehr mit dir reden. Und Hast du dann gesagt, ja? Ja. Yeah. Ah ja, krass. Und dann auch immer, wenn er in den Raum gekommen ist, habe ich, eine Freundin von mir kam dann noch und dann habe ich gesagt, so, mit dem reden wir übrigens nicht. Und so leid mir das tut, aber der hat sich einfach aussortiert. So, und dann, warum soll ich mich denn damit belasten? Sorry, man muss doch kein Verständnis für jeden Idioten haben. Wozu denn? Was habe ich denn davon? Was hat er denn davon? Machen wir einfach klare Fronten. Du bist kein Freund von mir, ich will nicht mit dir reden. Ich habe ihm ja nichts getan. Ich habe ihm nur gesagt, ich möchte mich diesem Gespräch entziehen. Das hat ihn jetzt vielleicht verletzt, weil er dachte, er ist irgendwie, keine Ahnung, aber offensichtlich hat die Chemie da nicht gestimmt. Warum darf man das nicht sagen? So. Ich finde, ja, das ist halt straight, ne? Also wirklich erlebe ich jetzt nicht jeden Tag so Leute mit dem Mindset so, die so wirklich auf Teufel komm raus direkt und konfrontativ sind so. Mhm. Aber finde ich, ehrlich gesagt, finde ich nicht schlecht. Ist natürlich, glaube ich, auch eine Frage nicht des Tons. In jeder Situation, ja. Genau, ist halt, der Ton macht die Musik. Ne? Wenn und ist jetzt, auch nicht in jeder Situation genau, situationsbedingt, absolut, ja. Kannst halt nicht immer mit so einem Krawall durch die Welt natürlich gehen. Ne? Hast halt irgendwann, kriegst halt nur Kopfschmerzen. Naja, ich treffe nicht so oft auf Leute. Es ist tatsächlich, ich treffe in meiner Lebenssituation sehr oft auf, ganz selten auf solche Situationen, ehrlich gesagt. Ja. Aber weil du ein korrekter Typ bist und die Leute eigentlich umgehen können mit dir, würdest du sagen? Ja, ja, genau. Ja. Aber wenn es dann so ist, dann ist das ein Schutz für mich und ein Schutz auch für meinen Freundeskreis. Wenn wir zusammen unterwegs sind, da kommt irgendjemand, dann schütze ich ja auch mein Team und sage, pass auf, klar. Digga. Also weil ich auch weiß, wie leicht mir das fällt, wie schwer das manchmal für andere Leute ist, dann ist es halt einfach manchmal ganz gut. Dann ist manchmal auch, ey, so, danke, dass du es gesagt hast. Jetzt, so, und ich habe mich dran gewöhnt. Ja, da hast du wieder den Beschützerinstinkt, ne, den du ja vielleicht auch schon seit der Kindheit hattest. Und die Herde, dein Team, was auch immer, schützen willst vor eben unangenehmen Situationen und Menschen. Ja, absolut. Sag mal, warum würdest du, abgesehen von dem künstlerischen Aspekt, sagen, dass du Tätowierer geworden bist? Weil das hat ja auch irgendwo was damit zu tun, anderen Menschen Schaden zuzufügen. Ja, also es ist doch Schmerzen, die du
zufügst. Meinst du, dahinter ist noch irgendwas anderes? Ich würde auch tätowieren, wenn es nicht wehtut. Ich hasse selbst auch tätowiert werden. Ist auch die Hölle. Ja. Hast du Tattoos? Ja, ja. Das ist scheiße, oder? Ja. Nee, ich liebe das Handwerk und ich liebe es tatsächlich. Was ich daran liebe, ist, du arbeitest mit Menschen, die du im Optimalfall so auswählst, dass du mit denen dann auch die Stunden da verbringen willst. Also die Chemie muss ja auch stimmen. Und es ist tatsächlich, ich mache schon immer Kunst. Ich male auch schon immer, ich zeichne schon immer, ich habe alles mögliche, Grafiksachen gemacht und so weiter und so fort. In dem Fall ist es etwas, das macht, ich tue etwas, das mich sehr glücklich macht und ich tue es für, ich mache ja, weißt du, Auftragsarbeiten, ich customize meine Tattoos, ja, ich passe die auf den Menschen an und das macht die Menschen unfassbar glücklich auch, weißt du, und du kannst auch, das kann auch Leben verändern und es wird gern bezahlt, weil es was fürs Leben ist. Hm. Natürlich gibt es Leute, die wollen dann lieber nur 50 Euro bezahlen, aber dann werden sie feststellen, dass sie danach in ein Tattoo-Studio gehen, wo es dann viel, viel teurer wird, das überarbeiten zu lassen. Wahrscheinlich, ja. Hast du schon mal so ein Tattoo so richtig verschissen? Ich hatte jetzt vor kurzem eine Situation, da hat aber auch nichts gestimmt. Aber nein, würde ich jetzt nicht sagen, weil das Tattoo ist nicht zustande gekommen. Nee, ich habe tatsächlich noch nie ein Tattoo richtig verschissen. Ich habe mal, es gab mal Situationen, wo etwas schief gegangen ist, wie zum Beispiel, das waren 4 Spielkarten, das ist schon eine ganze Weile her, und ich habe das Karo aus Versehen zur Hälfte schwarz ausgemalt. Dann habe ich aber, weil das ein Tattoo war, das auch mit Rottönen, also mit Rot und Schwarz war, da habe ich dann am Ende da eine Schattierung drüber gesetzt, du hast es nicht mehr gesehen. Also ich habe das mit Rot wieder drüber gearbeitet und die Karte so schattiert. Also tatsächlich ist bei Tattoos auch mehr Spielraum, als man so denken würde. Auch kleine Fehler oder schwierig ist es, wenn du Worte falsch schreibst. Das ist richtig beschissen. Ja. Ist dir aber noch nie passiert, hoffe ich. Nein. Nein, das ist geil, ne? Es gab mal eine Situation, die konnte ich aber so gut ausbessern, dass es nicht aufgefallen ist. Wahnsinn. Ja. Naja, es war ein dummes Versehen. Oder andersrum, hast du schon mal so Sessions gehabt, wo du dir das dachtest, so alle, das schaffst auch nur du. Das ist unfassbar. Nur. Weil ich musste das jetzt auch nochmal fragen. Nicht, dass die Leute später sagen, ich will mit dem Finger auf die Fehler anderer Menschen zeigen. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass es gibt positiv wie negativ. Ja, ja, nee, es gibt, also es gab schon einen Haufen Sessions. Wo du aufstehst, sagst du, du bist der Adonis der Tätowierer-Szene. So. Nein, es gibt unfassbar gute Tätowierer und so weiter und so fort. Ich meine da gar nicht unbedingt, wie gut ich da handwerklich bin, aber wir haben schon Sessions gebracht, wo wir einfach wir haben angefangen zu tätowieren, sind dann noch auf irgendein Konzert und sind dann wieder ins Studio und haben noch bis morgens, hast du nicht gesehen, weiter tätowiert. Also es gibt ja so, oder Mann, was, das kann ich nicht sagen, Alter. Bitte, sag es uns, weil ich werde sowieso danach fragen. Nee, es gibt halt einfach Situationen. Ich habe mal irgendwie, nachdem ich aus Gründen 3 Tage wach war, noch jemandem den Hals tätowiert. Und das Tattoo ist hervorragend geworden. Und da muss ich sagen, ich glaube, das kann wirklich nur ich. Ich weiß nicht, von welchem Planeten ich komme. Ich warte jeden Tag auf das Raumschiff, das mich abholt. Aber da gibt es einfach, das ist eigentlich unmöglich, was da passiert ist. Jetzt wollte ich gerade danach fragen, nach der absurdesten Tattoo-Situation oder der absurdesten Session, die du je erlebt hast. Na, in deiner ganzen Karriere. Gibt es eine Geschichte, die getoppt werden kann durch die Story gerade mit dem Hals? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich das so erzähle, weil es hat ganz viel mit viel zu lange wach und viel zu lange und tätowieren und viel zu viel Session um das Tätowieren herum also zu tun. Man soll jetzt auch nicht denken, dass das immer und immer und, weißt du, das klingt, als wenn jetzt ein Tätowierer hört, was ich hier erzähle, die werden sagen, das ist doch, das kann doch nicht, das kann man nicht machen, das ist unverantwortlich und so weiter und so fort. Ich bin tatsächlich, also was ein Problem ist zum Beispiel, wenn man Tätowierer im Freundeskreis hat, kannst du dir vorstellen, wie oft man dann irgendwo mit Freunden irgendwo rumsitzt, so, wollen wir nicht noch tätowieren gehen? So morgens bla.
Und ich bin dann so, Mann, nein. Egal, also ich bin schon jemand, der, ich betrink mich nicht, ich trinke kein Hartalk und so weiter und so fort. Ich habe nur ein gewisses, ich bremse mein Gehirn etwas, sagen wir mal so. Ich bin aber nie verantwortungslos. Und wenn es dann doch mal so ist, dass man ins Studio, im Studio landet, dann achte ich sehr darauf, dass da nichts passiert, dass morgen irgendjemand bereuen wird. Wir hatten mal eine Situation, da hat waren zwei Freunde da, die wollten sich gegenseitig ein Herzchen tätowieren. Und ich habe das Stencil ich hab das Stencil dafür fit gemacht, habe alles vorbereitet, habe angeguckt, dass alles hygienisch läuft. Und der eine meinte die ganze Zeit, nein Mann, ich tätowiere da kein Herz, ich mache einen Schwanz. Und ich war so, Mann, nein, machst du nicht, du machst jetzt das, was da, nein, ich hab doch, nein, mach ich nicht, ich brauche kein Stencil, ich mach nicht, Mann, ey, mach jetzt bitte, ich hab dann, und dann war es wirklich so, dann fängt er an zu tätowieren und ignoriert das Stencil komplett, ich habe ihm die Maschine aus der Hand gerissen, hab gesagt, bist du wahnsinnig, du kannst dir doch jetzt keinen Schwanz, und nein, er wollte dann aber tatsächlich auch einfach nur mich ein bisschen nerven und so, er hat ihm dann natürlich ein Herz tätowiert. Aber nicht so, wie es da war. Aber ein Herz, was halt aussah wie ein Schwanz. Nein, nein. Naja, unten so, weißt du, und dann oben so ein kleines Pümmelchen dran, einfach so. So sieht es bei uns in der Kultur halt aus, sag ich so. Nee, das war, also das ist, er hat dann halt einfach ignoriert. Er hat ignoriert, welche Form da vorgegeben war und hat einfach ein eigenständiges Herz gezogen. Aber das war für mich einfach so. Es gab einen Haufen merkwürdige Situationen. Aber es ist immer lustig. Crazy. Na gut, haben wir das aber auch mal abgehakt. Ich meine, ich glaube, du bist der erste Tätowierer, mit dem ich je das Vergnügen hatte, mal einen Podcast drehen, so wie ich überlegt hat. Nee, ich glaube, du bist der Erste. Deswegen musstest du jetzt erstmal stellvertretend durch die ganzen Klischee-Fragen durch. Yeah. Aber was mir bei dir immer wieder aufgefallen ist, wir hatten es auch eben angesprochen, ist ein sensibles Thema. Ich will dennoch fragen, sprichst du in Öffentlichkeit über Sachen wie deinen Konsum, Party, Feiern, blablabla, oder ist das einfach so ein Tabuthema? Nee, es ist also im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ich rede da schon drüber. Ich bin da aber auch relativ reflektiert. Ich rede da schon drüber, ich denke nur, es ist vielleicht zu viel. Ich glaube, ich könnte das langsam mal, weil im Grunde, im Großen und Ganzen geht es ja auch niemandem was an. Ich bin jetzt, dadurch, dass ich so, sagen wir mal, offen darüber rede, ich meine, ich habe mit 14 angefangen zu kiffen, habe mit 16 mit LSD angefangen und so weiter und so fort. Mit 14 hast du angefangen zu kiffen? Ja. Ist schon sehr früh, Alter. Du, die Kids fangen heute um 12. Um 12. Die Kids fangen heute ab 12 mit Meth an. Also das ist, habe ich angefangen zu kiffen, habe dann tatsächlich später angefangen zu rauchen, habe dann eine wilde LSD-Phase gehabt, auch so, die ich nicht bereue, aber das ist die Sache, wenn ich das zu oft kommuniziere, am Ende, die Leute glauben wirklich, dass ich auf Hero bin, so, weißt du? Und da kann man hier und da mal einen lustigen Witz machen, aber die Leute können ganz oft nicht differenzieren, wie viel davon überzogen ist, weißt du, weil ich ja auch in meiner Musik sehr viel so abgedrehte Drogenbilder und dies und das, ich mag halt einfach Fear and Loathing, ich mag halt einfach Fight Club, ich mag halt einfach Freak Show, weißt du, ich habe schon auch einen wilden Lifestyle, aber es ist nicht so außer Rand und Band, zumindest nicht mehr, wie das nach außen oft wirken könnte. Vor allem inzwischen ist es so, und die Sache ist halt ganz klar auch, dass man, wenn man da so drüber redet, wie ich darüber manchmal rede, man muss sehr vorsichtig sein, dass es sich nicht nach Spaß anhört oder als wäre es einfach. man muss ganz klar auch darüber reden, wie ernst man das Drogenthema nimmt. Also es tatsächlich sind so gerade psychoaktive Substanzen nichts, womit man im Ansatz unvorsichtig umgehen sollte. Voll. So, ich muss sagen, ich kann zum Beispiel nicht mehr kiffen. Und ich meine, wir sind gerade, die Legalisierung ist voll auf dem Vormarsch, was ich gut finde. Aber das ist auch eine super psychoaktive Droge, THC. CBD zum Beispiel, finde ich ein angenehmes Zeug. Ein richtiger Kiffer sagt, das soll nicht kiffen, das soll kacken. So, weißt du, bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich zweimal im Joint ziehe, vor allen Dingen, wenn das Zeug so hochgezüchtet heute, dann sitze ich 2 Stunden da, gucke in die Ecke und bin völlig am Arsch. Weißt du, weil ich wirklich alles, all die Sachen, all die Türen gehen auf, hinter denen Dinge stecken, über die ich vielleicht aus gesunden Gründen nicht jederzeit nachdenken will, weil ich dann wahnsinnig werden würde.
die Türen gehen auf und ich kriege sie nicht zu. Und das, ich habe einfach Datenautobahn im Kopf und denke, mein Gott, mein Leben ist scheiße. Darum kiffe ich nicht mehr. Und wenn man das jetzt legalisiert, muss man verdammte Scheiße auch in die Aufklärung investieren. Statt in die Verfolgung, das sehe ich aber bei jedem, im Grunde ist, sehe ich bei jeder Substanz so. Weißt du, wenn die Leute, es gibt auch Modelle, bei denen Heroinsüchtige einfach kontrolliert hochwertiges Heroin bekommen und die funktionieren einfach. Die gehen arbeiten und das ist ein, ich weiß nicht, wo das so ist, ich glaube, es ist in Dänemark oder in Schweden. Schweden kann sein, genau. So. Und das sind halt Modelle, da geht es halt dann wirklich um kontrollierte, vielleicht auch Substitution, obwohl man da auch vorsichtig sein muss, aber halt einfach Aufklärung, Kontrolle und das Totschweigen ist halt ein Problem. Dass das alles geheimnisvolle Tabuthemen sind, ist ein Problem, denke ich. Nee, finde ich auch. Grundsätzlich finde ich Tabuthemen rund um das Thema lächerlich auch, weil auf der Straße ist es gar kein Tabuthema. Weißt du, du kannst durchaus jede Substanz überall ansprechen, jeder wird irgendeinen Gedanken dazu haben. Aber diese Kriminalisierung, diese Tabuisierung darum, politisch gesehen, finde ich halt total beschissen. Und was du gerade gesagt hast, ne? Todes. Prävention, Aufklärung, da wird ganz wenig rein investiert. Aber wie die Wilden rennen sie hinter dir her, wenn du mal 3 Gramm Gras stecken hast, weißt du, dann stecken wir alle. Todes. Du wirst kriminalisiert, was die dann in die Verfolgung stecken, was dann auch für Leute im Knast sitzen. Ich meine, Bayern ist ein totales Horrorbeispiel für, wenn wir durch Bayern fahren, sage ich, oder nach Bayern fahren, dann wegen einem Konzert oder irgendwas, sage ich immer, ey, bitte nicht mal lange Blättchen mitnehmen. Und es ist auch so, sobald du über die Grenze kommst, na Jungs, wo wollen wir denn hin? Denn beim letzten Mal haben wir es wirklich geschafft, mit denen zu reden und zu sagen, so, ey, wir sind nicht zum ersten Mal, Mann, wir waren mit ein guter Freund von mir, Eko ist gefahren, wir hatten von seinem Bruder den Beamer mit so einem Atatürk, Dings, schwarze Scheiben, bla, weiß schon, so schwarzer Beamer, denn so ein bärtiger Türke als Fahrer, Digga, Berliner Kennzeichen reicht ja schon. Und dann hast du halt einfach sofort, erste Tanke, sofort, Bullen hinter dir. Na Jungs, wo geht's denn hin? Und ich konnte in dem Fall tatsächlich, weil die nehmen normalerweise die ganze Karre auseinander, das ist Standard, konnte ich tatsächlich die so anscheinend so überzeugend und so schnell ausbremsen, indem ich gesagt habe, ey, wir sind nicht zum ersten Mal hier. Ich habe meinen Jungs gesagt, die sollen alles zu Hause lassen. Voll schon so gebrieft. Ja, genau. Und ihr könnt gerne gucken, aber ihr werdet nichts finden. Wir sind auf dem Weg da und dahin, wir sind morgen wieder weg. Und dann war so, ja, okay, fahrt weiter. Ja, so. Krass. Ja. Mann, wir sind mal durch Bayern gelaufen. Und jetzt haben wir das Drogenthema Todes ab. Aber ich finde es grundsätzlich interessant, einfach auch darüber sprechen zu können. Ja. So, gerade wenn jemand auch da sitzt und vielleicht auch mal 2 Takte darüber erzählen kann. Mhm. Ich selber kann nicht so viel erzählen. Ich habe in meinem Leben nur gekifft. Mhm. Und das ist auch schon länger her. Aber ich kann dir was über Bayern erzählen. Das war eines Winterabends, waren wir in Bayern im Auto gesessen. Und dann kamen die Cops und wir mussten uns wirklich bis auf die Socken ausziehen, wegen nichts und wieder nichts, wegen der Scheißkontrolle im tiefsten Winter. Ne? Also ich fühle mit dir mit, wenn du mir von Bayern erzählst. Das ist eine Katastrophe. Die haben eine Drogenpolitik, das ist auch Wahnsinn. Aber gut, ich meine, ist nicht meine Politik. Ich kenne es hier aus Berlin, gerade als Sozialarbeiter, wenn ich Jugendliche habe oder Leute habe, mit denen ich irgendwie zur Suchtberatung will, Präventionsgespräch oder was auch immer. Ey, die Angebote sind relativ bescheiden und dann sind sie meistens auch so irgendwie so jetzt fehlt mir das Arschlochwort, so gemacht, dass es halt einfach irgendwie nicht auf die Zielgruppe spricht, weißt du? Und dann halt voll wenig halt auch. Und dann sprichst du mit den Leuten und die sagst, ja, ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch hier bin, weil es gibt kein Geld mehr, ja? Oh. Und ich denke mir so, super, institutionalisiert, so war das Wort, was ich sagen wollte, ja? Halt voll für den Arsch, Mann. Und dann, ja, aber Verfolgung, da geht's halt rund. Ja, voll. Also ich glaube, dass die Da ist Berlin ja, da muss ich sowieso sagen, in Berlin ist halt nicht so richtig Deutschland, ne? So, Berlin ist ja schon, also muss ich sagen, wir haben meiner Erfahrung nach auch doch die angenehmsten Bullen. Und wir haben hier echt das Glück, dass wir in so einer bunten, hier kann jeder im Grunde, ich rede jetzt nicht nur von der Drogenverfolgung, sondern insgesamt stelle ich immer wieder fest, dass wenn Leute so schockiert sind, was in anderen Teilen Deutschlands so passiert, weil sie aus Berlin kommen und einfach nur diese Berliner Brille aufhaben. Berlin ist halt einfach nicht Deutschland.
So, weißt du, wenn du irgendwie aus Kreuzberg kommst oder aus Bla und denkst, so sieht die Welt aus, das ist so unfassbar weit weg. Komplett. Ich habe vorhin noch mit meinem Kumpel im Auto darüber gesprochen. Ja. Wenn du in Berlin geboren und groß geworden bist, hast du gar keinen Anreiz mehr, in andere deutsche Großstädte zu fahren. Ja. Was willst du in München, wenn du Berlin kennst? Weißt du, denkst du auch, ich habe doch hier eh alles, was man braucht. Mann, und vor allen Dingen halt auch, also... Ey, teilweise gibt es Leute, die erzählen mir, dass sie ihren Stadtteil noch nie verlassen haben. Ja. Weißt du, das ist Wahnsinn. Ja, ja, das ist crazy. Ja, ja, ja. Sag, wie, du warst noch nie in Neukölln? Nö, ich bin immer in Kreuzberg. Hey, was? Weißt du so? Verrückt. Nee, aber auch, auch zum Beispiel, weißt du, dann sind wir auch jetzt wieder in Bayern oder in München und dann wollen wir nach dem Konzert irgendwie 10 Uhr, 22 Uhr Feierabend, nach dem Konzert irgendwie noch ins Hotel und dann, ja, lass mal noch an der Tanke halt ein Bier holen, ja, gibt kein Bier mehr. Ja, Digga, es ist 10:30. Nee, gibt kein Bier mehr. Also, komm, jetzt verarsch mich nicht, ich fahr mal an die Tanke, dann guckst du, es gibt da, du kriegst kein Bier mehr. Und das, du bist in Berlin so todesverwöhnt. Aber anderes Beispiel, also in Berlin ist halt, das ist jetzt auch wieder ein ganz vorsichtiges Werbevideo für Berlin machen, weil Leute, die herkommen, halt auch todesschnell untergehen, dadurch, dass das Angebot so groß ist. Andere Sache halt auch, wir waren in Stuttgart, weil wir da viel zu lange nach irgendeinem, am nächsten Morgen nach einem Konzert noch der Flug oder so zurückkam, ging halt erst super spät, blöderweise scheiße gebucht von irgendwem, vom Veranstalter. Und dann haben wir in Stuttgart auf irgendeinem scheiß teuren Schlossplatz gesessen und unsere Gage versoffen. Weil es auch noch scheiß teuer ist da. Und haben wir es war ein Sonntag und wir haben so zugeguckt, da war türkische, glaube ich, Hochzeit und die sind da ausgestiegen und haben gefeiert und getanzt und bla bla bla. Und wollten einfach so mit allen feiern und wollten die Leute daran teilhaben, dass gerade bei denen etwas Schönes, Wichtiges passiert. Und mein Kollege Mike hat dann schon so angefangen, so die, du weißt schon, so satirisch, die, was machen die hier auf meinem Schlossplatz und bla bla. Und wir noch darüber lachen, dass er so den Deutschen raushängen lässt, kam die Polizei an mit 6 Wagen oder so, ist ausgestiegen in Montur und haben diese Hochzeit gesprengt. Aber wie? Jeder musste da Ausweiskontrolle, dies, das. Was für eine Scheiße ist das denn? Ja, Mann. 100% beschissen. Weißt du, was ich meine? Was ist denn das? Ey, das war, du machst denen da den Tag einen schönen Moment kaputt. Die wollen doch einfach nur Spaß haben und Leute daran teilhaben lassen. Dann kommen da die Bullen an, wahrscheinlich, weil irgendjemand gesagt hat, das ist mir hier zu laut. Fickt euch doch. Deutschland. Ja, die Probleme hast du in Berlin ab und an weniger, ne? Ja. Aber du hast gerade was gesagt, was ich auch zu 100% unterschreiben muss. Wenn Leute nach Berlin kommen und das ganze Ding hier überschätzen, so, oder nee, andersrum unterschätzen, dann ist die Abkackrate aber ganz schnell und sehr hoch. Ja, was ich schon für Gespräche hatte. Ja, ich bin nach Berlin gezogen vor 10 Jahren, bin dann in die Techno-Szene reingerutscht und dann, wie die aussahen und was die erzählt haben, teilweise Wahnsinn. Wahnsinn. Kennst du so Stories? Du bist ja offensichtlich auch ein Mann von Welt, der durch die ganze Bundesrepublik kommt. Wirst mit Sicherheit mit dem einen oder anderen schon mal gesprochen haben. Ich kenne solche Stories, ja. Allerdings nicht direkt aus meinem Freundeskreis. Ich könnte jetzt nicht direkt sagen, der und der, so und so, ist hierher gekommen und dies und das. Da gibt es jetzt keine Geschichte, die mir gerade einfällt. Aber es ist ja wirklich die Geschichte, die man von vielen Leuten hört, dass Freunde von ihnen oder, da kenne ich auch einen, der dies und das. Und es ist tatsächlich eine sehr, sehr häufige Geschichte, dass Leute zum Studieren nach Berlin kommen, zum Beispiel mit reichen Eltern, die uns Berlinern wieder die Wohnung vor der Nase wegkautionieren. und dann sind da die 3 Mädels, die dann so, hui, oh, schön, guck mal, Mama, die Wohnung ist voll toll. Ja, dann studieren die da aber nicht richtig. Die schreiben sich da ein und dann haben sie ein Überangebot in Berlin und dann wird sich einfach so lange weggefeiert, bis halt plötzlich, ja, keine Ahnung, auf der Straße sitzt. Da gibt es ja einen Haufen Beispiele für. So, ich habe jetzt, wie gesagt, aber das ist ja so tatsächlich eine Klischeelaufbahn mit Leuten, für Leute, die nach Berlin kommen. Dieses Überangebot. Hast dir mal aufgefallen, dass, ich weiß nicht, du kommst nicht ursprünglich aus Berlin? Nee, ich bin Hesse. Ja.
Würdest du bestätigen, dass, also ich stelle das so fest, dass Leute, die, ich bin in Berlin geboren, mich interessiert Berlin nicht so sehr. Voll oft lerne ich Leute kennen, die kennen Berlin, die sind gerade, die sind seit 5 Jahren hier oder seit 4 Jahren hier und die kennen Berlin so gut. Voll, ja. So, bei mir ist halt immer so, so, ja, ich weiß nicht mal wo, was, warum. So, ja, der und der Club, wie, welcher Club? Keine Ahnung. So. Das ist ja das, was ich sage. Ich rede oft mit Menschen, die haben ihren Stadtteil noch nicht verlassen. Yeah. Und man selbst wohnt gerade mal 2-3 Jahre hier und hat jeden Stadtteil schon irgendwie 100 Mal besuchen müssen, ja, wegen irgendwas und Interesse und so. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ja, das ist echt lustig. Und die Leute wissen dann auch immer viel, viel besser als wahrscheinlich jeder Berliner, was in Berlin so abgeht. Aber du identifizierst dich nicht als Berliner oder als Als Kreuzberger vor allem. Kreuzberger. Auch wenn ich aktuell nicht in Kreuzberg wohne, ich muss sagen, Kreuzberg, das ist, also ich bin Kreuzberger. Aus Berlin. Auch so. Auch rap-technisch Rapper aus Kreuzberg so? Hat er auch nochmal eine andere Identität? Ich bin insgesamt, also Kreuzberg ist mein Vater so. Das ist, ich Rapper aus Kreuzberg wäre ja in erster Linie. Also in erster Linie Kreuzberger, dann Berliner. Ja. Und dann ganz viel später Deutscher. Steht ja auch in deinem Instagram 361 hinten als Ziffer, ne? Ja, auf jeden Fall. Ist irgendwie auch so ein bisschen der Representer, den du an den Start bringst, ne? So. Ja, also ich hatte irgendwann mal eine Situation, also irgendwann mal eine Zeit, da war ich relativ sauer auf Savas, weil er irgendwie für uns ein Junge aus Kreuzberg war, der, auf den wir auch sehr stolz waren, der dann irgendwann nicht mehr Kreuzberg repräsentiert hat, was lustigerweise für mich dann einfach auch so, ja, scheiß auf Savas Grund war. Und abgesehen davon, dass ich halt die alten, die Sachen, weißt du schon, West-Berlin maskulinen Sachen, die habe ich in meinem Herzen. Und die neueren Sachen sind nicht mehr so meins, aber es ist eben seins, Abteil macht Kohle. Ich habe mir damals jedenfalls vorgenommen, dass ich immer diesen Bezirk repräsentieren werde. Repräsenten werde. Du, das ist ja, sag ich mal, bist du in Berlin nicht der Einzige. Natürlich. Und nicht, keine Ausnahme, der hier die Stadt irgendwie als sein Eigen pachtet. So. Ist es nicht mein Eigen, ich will einfach nur für die Leute in diesem Bezirk, was auch immer ich mache, das mache ich immer auch ein bisschen für die mit. So, was auch cool ist. Ja. Ich habe das in Berlin sehr, sehr krass gespürt, dass man als Berliner ein extrem Zusammenhalt und so eine gewisse Zuständigkeit schon verspürt fast. Ne? Die Leute identifizieren sich echt extrem mit der Stadt. Muss ich aber sagen, habe ich als aus der Ecke, der ich komme, Hanau bei Frankfurt, im Zusammenhang mit Frankfurt auch extrem. Also wir Frankfurter und so, wir sind auch schon sehr, sehr, ne, ich würde jetzt mal sagen, ich ordne mich da ein, auch sehr patriotistisch, lokalpatriotistisch. Ja, ne? Ja. Aber in Berlin habe ich das teilweise schon krampfhaft verspürt. Ne? Da darfst du bloß nichts Falsches sagen, so ein bisschen, weißt du? Ich muss sagen, ich bin da teilweise auch ein bisschen humorlos. So, weißt ja, du? Ich muss sagen, ich liebe es, wenn man auch über sich selbst lachen kann. Also das halte ich für ein menschliches Qualitätsmerkmal auch, ehrlich gesagt. So, und da jetzt, früher waren wir natürlich auch scheiß auf Fick Hamburg und bla bla blub, das war ja einfach, das war Parole und das war auch so. Das war der Trend einfach. Ja, 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 voll. Safe. Und da muss ich sagen, das ist natürlich inzwischen alles vollkommen anders. Ich würde jetzt inzwischen noch nicht mehr sagen, ey, das ist alles, was aus Berlin kommt, ist gut oder was woanders herkommt, ist scheiße oder so. Das ist ja Quatsch. Nichtsdestotrotz ist Berlin auf jeden Fall, wenn ich es mir in Deutschland aussuchen müsste, wäre das die erste Stadt, in der ich sein wollte. Ne? Ja. Also danach käme wahrscheinlich Hamburg, weil es da echt auch einfach coole Ecken gibt und weil es auch Wasser gibt und so. Und dann wäre es wahrscheinlich viel Gutes über Leipzig gehört, aber ich will ja gar nicht irgendwo anders hin. Warum denke ich überhaupt darüber nach? Ich wollte gerade sagen, was passiert hier gerade? Und natürlich auch nochmal für die Kamera, meine lieben Freunde, natürlich, Berlin ist eine wunderschöne Stadt, die beste Stadt der Welt. Nicht, dass ich gleich wieder verteufelt werde, weil ich gesagt habe, ne? Man kann sich auch ein bisschen über sich selber lachen. Es ist ja wirklich auch so, dass Berlin unfassbar schöne Ecken hat, aber auch unfassbar, also man, es ist halt sehr groß und scheiß Menschen gibt es überall und so weiter und so fort. Berlin ist cool. Vor allem ist Berliner Rap-Historie auch sehr cool und die hast du ein Stück weit mitgeprägt. Ja. Wir tun jetzt mal so, als würde dieses Interview bei TV Straßensound eins sein, was du noch nie geführt hast und alle anderen Interviews gab es auch nicht so, deswegen will ich mal ein bisschen tiefer einsteigen. Okay. Und ein bisschen offenere Fragen stellen, dass du uns einfach mal ein bisschen mit auf die Reise nimmst. Wo hat deine Rap-Karriere in dieser schönen Stadt angefangen, würdest du sagen?
Hey, es gab damals, es war tatsächlich mein 18. Geburtstag. Oh Gott, ich weiß nicht, wie oft ich die Geschichte schon erzählt habe. Es war mein 18. Geburtstag. Ich war damals mit ein paar Leuten aus meiner Graffiti-Gang bei mir. Wir haben gekifft. Ich habe noch gekifft zu der Zeit. Habe ich noch gekifft zu der Zeit? Ja, nicht so intensiv, aber ja. Gekifft, am Radio gehört, es gab eine Sendung, die hieß Eier des Tigers. Auf Fritz, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube Fritz. Und vielleicht auf Kiss. Nee, Fritz. Ich weiß es nicht. Eier des Tigers jedenfalls. Und da konnte man anrufen und rappen. Und ein Freund von mir, Feng, der hatte zu dem Zeitpunkt schon mit einem Kollegen irgendwie ein bisschen Texte geschrieben und Sachen aufgenommen, glaube ich auch, und so weiter und so fort. Ich hatte mich mit Rap zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht beschäftigt. Die haben dann da immer angerufen und haben dann Blödsinn gerappt und haben sich totgelacht, also gefreestylt. Und ich habe dann irgendwie so, als wir sind dann losgefahren, wir wollten noch irgendwo ein Bild malen gehen. Illegal. Und bin ein bisschen gefreestylt im Bus einfach und habe gemerkt, dass mein Gehirn relativ schnell funktioniert und dass es Spaß macht und dass ich das kann. Und dann hat es nicht lange gedauert, habe ich angefangen, irgendwie auch so die ersten Texte zu schreiben. Akte hat sich dann bei mir gemeldet, mein alter Graffiti-Kollege, und den hatte ich lange nicht gesehen. Und der hat angerufen, war so, ja, ich mache in letzter Zeit ein bisschen Musik. Ich war so, echt? Ey, du auch? Ich auch. Es gab dann tatsächlich so die ersten Freestyle-Sessions, waren im Royal Bunker, da habe ich mich aber tatsächlich noch nicht auf die Bühne getraut. Da war ich noch so im Kopf immer gerappt und gedacht, oh, ich könnte das. Aber ich hab mich einfach noch nicht getraut. Und dann gab es damals Rap am Mittwoch in der Uferfabrik, also lange bevor es jetzt Rap am Mittwoch mit Tierstar und Johnny und so gab, also hier im Binu. Im Binu war das, ja, genau. Das ist lange, lange, lange davor gewesen. Und da waren wir dann jeden Mittwoch und haben da gefreestylt. Und da ging das für mich eigentlich so los. In der Zeit habe ich dann aber auch schon, also zu Hause Mucke gemacht. Jope, Kollege von mir, also Akt und ich, wir hatten so einen 8-Spur-Rekorder gekauft, das war ja alles noch Tape damals. Haben angefangen aufzunehmen, und dann hat Jope, ein Graffiti-Kollege von der BC-Crew, hat dann Frauenarzt und Bastard und Boogie mit zu mir gebracht, und Orgi auch am Anfang als Arzt Orgi mitgebracht hat, habe ich ihm danach gesagt, bring ihn nie wieder mit. Weil ich war halt damals noch sehr, also auch in der Kreuzberger linken Szene aktiv, und das war mir halt einfach, Frauenarzt fand ich schon schockierend, der ganze Sexismus in den Texten und so weiter und so fort. Da habe ich aber relativ schnell auch den Humor und den Style dahinter erkannt. Bei Orgi habe ich das nicht erkannt. Und Orgi war für mich dann halt, bring ihn nie wieder mit. Hat sich dann natürlich auch ein bisschen gelegt, weil es war schon wieder so stumpf, dass es irgendwie dann auch schon wieder lustig war. Und dann haben wir angefangen, die ersten Sachen aufzunehmen, die ersten Bassbox-Tapes, das BC-Tape. Dann irgendwann 2000 haben Akte und ich unser erstes Tape rausgebracht, das Revolution. Eine 100-Minuten-Tape, eine Seite Akte, eine ich. Und dann ging das ganze Bassbox-Ding so los. Dann haben wir Tapes rausgebracht, wir haben dann angefangen, auch CDs zu veröffentlichen, wir haben unser Studio aufgebaut, bei mir in der Bude. Und so lief das. Das heißt, du kamst aus der linken Szene und hast dich dann wiedergefunden in deinem Zimmer mit Proll-Rappern und allem, was dazu gehört. Ja, tatsächlich. War das irgendwie so ein Kulturschock für dich oder so? Waren die linken Szene-Menschen ganz anders als die Rapper plötzlich bei dir? Hast du gemerkt, ey, was geht ab, oder war das okay für dich? Also die linkspolitische Szene damals war noch nicht, also die Themen waren noch ein bisschen andere als heute. Und ich muss sagen, solange es gegen Nazis ging oder gegen solange es darum ging, dagegen Leute zu sein, die was gegen meine Freunde haben, war ich da auch gern dabei. Das war so der gemeinsame Nenner. Für mich war das war das ganz klar, dass das einfach falsch ist. Man, guck mal, ganz ehrlich, so wie ich aufgewachsen bin in Kreuzberg, hätte ich jeden Grund gehabt. Alles, wovor die Angst haben, ist mir passiert. Alles. Inklusive Messerstechereien. Ich bin trotzdem kein Nazi geworden. So, warum? Weil ich einfach weiß, dass Arschlöcher in allen Farben kommen. Und nur weil
weil jetzt hier, nur weil die Leute jetzt keine Berührungspunkte haben mit Leuten aus anderen Kulturen, haben sie Angst, weil das der Unbekannte ist. Und dann machen die Medien denen Angst. Und dann, oh mein Gott, die kommen jetzt alle. Und. Mann, ganz ehrlich, die kommen jetzt alle auch in ein Land voller Arschlöcher. Also, weißt du, was ich meine? So, das ist, scheiß Menschen kommen in allen Farben. Und das heißt noch lange nicht, dass man jetzt eine Schublade, dann kannst du die ganze Menschheit da reinschmeißen. So, weißt voll. Du? Voll, und das ist ja auch total einseitig, weil so viele Menschen kommen, die Scheiße mögen, sein kommen ja mindestens doppelt so viele, die einfach coole Leute sind, genau, und gute Menschen sind, weißt du? Und viel mehr Scheißmenschen sind schon da. Ja, das ist so. Das mischt sich, und ich kann das sowieso nicht verstehen. Ich habe über drei Jahre im Flüchtlingsheim gearbeitet, 2015, wo die ganzen syrischen, also viele Menschen aus Syrien und aber auch aus Afghanistan, Eritrea und so kamen. Und ey Mann, darunter gab es Menschen, die waren einfach unsympathisch und uncool. Genauso gab es Menschen, die waren super herzig und super geil. Aber das lässt sich doch nicht so einfach beantworten, weißt du? Es lässt sich nur herausfinden, wenn man es zulässt und nicht vorher schon durch dumme Unwissenheit und Angst sich davor verschließt. Ganz einfach. Das ist halt, wie du schon gesagt hast, das Schubladendenken, die Pauschalisierung, so, das ist halt für einen Quatsch. Und deswegen bin ich ganz bei dir. Im Endeffekt, wenn man einen gemeinsamen Nenner hat und irgendwie, glaube ich, zu meiner Frage zurückzukommen, wenn ihr dann alle in der Booth standet, weißt du, und irgendwie das gleiche Gedankengut hatte, von wegen, hey, so Mensch ist Mensch. Das war bei Basbox, wir waren noch bei der linken Szene. Und da muss ich sagen, da war es für mich so, dass die, dass ich irgendwann festgestellt habe, die Leute aus der linken Szene, dass es, es gab tatsächlich eine Situation, da sind zwei Leute aus der Dresdner Straße bei uns in den Jugendclub in der Oranienstraße, also zwei offensichtlich nicht deutsche oder nicht ursprünglich deutsche junge Männer bei uns in den Jugendclub gekommen und wollten da einfach Leute hauen. Und nur ich und noch ein anderer Kollege haben sich denen entgegengestellt, und ich habe ordentlich auf die Fresse bekommen. Also das war schon so richtig so mit und wie auch immer. Ich habe mich tierisch aufgeregt und bin nach Hause gekommen zu meinem Mitbewohner, der sehr aktiv war in der linken Szene, und habe mich da aufgeregt und und habe gesagt, Mann, so, die reiten einfach rein und Und dann hat er angefangen, mir zu erklären, ja, aber du musst die auch verstehen. Und ich wollte nichts verstehen. Ich wollte nicht von ihm hören, ich wollte einfach nur von einem Freund hören, ja, Mann, scheiße. So, und dann fängt er an, mir da zu erklären, dass die es ja auch nicht leicht haben. Und ich war so, willst du mich verarschen? Da habe ich mich eine Weile drüber aufgeregt und habe mich dann aber auch irgendwie, seine Argumentation war einfach für mich so unfassbar und vor allem auch weit weg von unserem freundschaftlichen Verhältnis, dass ich... gab einen Bruch zwischen uns und gab für mich auch einen Bruch schon mit dieser linken Gruppierung, und weil es halt einfach nicht weiter denkt. Es ist nicht selbstgedacht. Und dann habe ich mit einem anderen Mädel, einer Freundin von ihm, geredet, und spätestens da war bei mir der Ofen aus. Und zwar hat sie einfach wortlautgemäß dieselben Argumente benutzt. Und da ist mir klar geworden, dass die genauso dumm Hirnwäsche über sich ergehen lassen und nicht selber denken, wie die andere Seite auch. Und da war bei mir so, okay, weißt du was, scheiße, fickt euch, du bist cool. So, also nee, da habe ich einfach mir klar gemacht, selber denken. So, Ende. Und darum habe ich jetzt die ganze Bassbox-Geschichte, das waren halt ein Haufen Vollidioten. Haufen Irre, aber das waren ehrliche Leute mit einem geilen Drive, und ich hatte Bock auf Musik, ich hatte Bock auf Kunst, ich hatte, das waren alles sprüher Kollegen, wir waren halt echt ein verrückter junger Haufen, und war mir dann in dem Moment, war auch ein bunt gemischter Haufen, und mir war das dann, das war mir, mir war diese Art der Radikalität irgendwie sehr viel lieber als diese einseitige Radikalität in diesen politischen Gruppen. Ja, wahrscheinlich hat dir die Persönlichkeit gefehlt, ne? Die du dann aber in dem anderen Camp bei Bassbox einfach hattest. Die Leute hatten ja Persönlichkeit auch, egal wie sie unterwegs waren, weißt du, aber es sind ja gestandene Persönlichkeiten bis heute, ja. Ja. Wir hatten da 20 Leute und jeder hat sowas von für sich gestanden. Ja. Ciao.
Als du im Royal Bunker warst und so ein bisschen noch nicht genau den Mumm hattest oder nicht genau wusstest, so ne, gehe ich jetzt auf die Bühne oder nicht, hattest du bestimmte Vorbilder oder bestimmte Leute, die man vielleicht heute auch kennt, wo du sagst, ey, die habe ich früher schon bewundert oder krass gefunden oder einfach überhaupt wahrgenommen? Weil auch der Royal Bunker hat ja auch eine Wahnsinnshistorie. Ja. Vorbilder würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin ein sehr großer Fan. Ich war damals ein großer Fan von diesen kompromisslosen Sachen, die Savage gemacht hat. Ich bin ein großer Fan und Freund von Taktlos. Es gab damals sehr viele sehr, sehr schöne Style. Also so der Berlin-Style von damals war noch sehr, sehr definiert irgendwie. Das waren dann halt auch so die Royal TS-Sachen, Raymond Simon. Aber auch unsere, auch die Bassbox-Jungs, auch Frauenarzt, Bastard, Boogie auch. Geil. Ich mochte damals, oder auch zum Beispiel, was Hengst später oder auch immer noch sehr, sehr ausmacht für mich, ist halt, es gibt so einen ganz bestimmten Berliner Flavor im Rap, den ich, das habe ich sehr gefeiert damals. Bei egal wem. Ich habe jetzt kein Vorbild, was Rap angeht. Es gibt jetzt, ich bin auch kein großer Fan von deutscher Rapmusik. Ach, mal was ganz Neues. Ja. Welcher deutsche Rapper ist eigentlich Deutschrap-Fan? Das ist, Mann, wenn du dich die ganze Zeit selber damit beschäftigst, hast du keinen Bock, dir das noch von irgendwelchen anderen Leuten da reinzuziehen. Höchstens von Freunden, und dann hört man da auch mal rein. Also ich muss sagen, so inspirierend oder Messlatte-mäßig. KIZ ist halt was, das ich immer sehr, sehr gut hören kann. Mhm. Und auch immer wieder mal gerne höre, und dann wird es auch schon ziemlich schnell, ziemlich eng. Die holst du auch aufs Album, dass es sich verkauft, ne? Naja, dazu sage ich nichts. Ach so. Nur, dass es sich verkauft haben, die KIZ mit draufgenommen, das war bei Freakshow, ne? Ja, das hat Dan gesagt. Okay, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ja, also, aber es einfach bewährt sich halt, ne? Die haben ja auch ihren massiven Erfolg. Hast du mitbekommen, dass die neulich ein Konzert gegeben haben, irgendwie nur für Frauen und sich als... Das haben sie nicht nur neulich gemacht, das machen sie schon seit vielen Jahren. Machen die das? Echt? Yeah. Ich habe das letztens so eine Schlagzeile gelesen, im Hip-Hop-D oder so. Ich habe das gesehen. Das machen sie schon seit vielen, vielen Jahren. Die haben zwischendurch auch mal eins gemacht, nur für Männer verkleidet als Frauen. Ach ja, okay. Auch geil. Da gab es eine lustige Situation. Ich bin wirklich, weil das war auch hinten bei uns, ich weiß nicht, da war schon mal irgendwo... Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Ich tippe mal Watergate, irgendwie da. Musik und Frieden vielleicht? Kein Plan. Ich kenne ja die Clubs nicht. Und dann, ich bin gerade in einem Taxi irgendwie vom Tattoo-Studio aus irgendwo hingefahren, und ein so ein dicker, bärtiger Mann in Frauenkleidern fuhr auf dem Fahrrad so in die Richtung. Und ich sah so, ey, du bist geil, wollen wir ficken? Und bist so aus dem Auto geschrien. Und dann halten wir an der Ampel, und dann kommt der dicke, bärtige Mann und sagt, mach. Guckt so und sagt, mach, one. Und ich so, ja. Scheiße. Voll erwischt, Alter. Geil. Ach, war ja witzig. War lustig auf jeden Fall. Ja, das haben die auch, das mache ich schon ganz lange, und die haben ja inzwischen auch da schon Riesenkonzerte mit 12.000, weiß ich gar nicht, was das Größte jetzt ist. Ja. Wahnsinn, nur Frauen, kannst du dir vorstellen, was bei denen abgehen muss. Da möchtest du nicht der Mann in der Mitte sein, sage ich dir. Das ist gefährlich, die sind gefährlich. Ja, ich habe das gesehen, ich fand das irgendwie Wahnsinn. Was ich finde es auch mega. Was die auch treiben, ist echt. Es ist auch, musst du dir wirklich überlegen, ich glaube tatsächlich, das ist auch... einfach, ich hoffe, dass das jetzt nicht sexistisch ist, was ich sage, aber ich glaube, dass das unfassbar befreiend sein muss für Frauen. Mit so vielen Menschen auf einem Konzert zu sein, bei einer Gruppe, deren Musik dir was bedeutet, und ihr seid da vollkommen ohne den kompletten Sexismus. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich, logisch, 100%. Nee, ich glaube, das ist auch, ich glaube, dass, wenn ich Frauen frage, was sie auf Konzerten am meisten stört, wenn ich Freundinnen von mir gefragt habe, dann war es häufig so, in den Top 3 war immer, dass mir irgendwelche Fremde an den Arsch fassen. Ja, immer wieder. Und dass du dann halt... Ist mir übrigens passiert bei der Aftershow-Party von dem Frauenkonzert.
dass die Frauen ja nachgepasst haben. Ich bin nach einer Dreiviertelstunde wieder gegangen. Das war schlimm. Ja, schämt euch. Und nein, dann, kein Spaß, es war wirklich schlimm. Ich kann nachvollziehen, wie scheiße das ist. Weil, also nicht so, natürlich, ich weiß schon, aber dabei, es war so, es war bei mir dann auch, bei mir und einem Freund, sehr süßer, gut aussehender Mann, mit dem ich da gewesen bin, wir waren wirklich nach Dreiviertelstunde, ey Digga, wir müssen hier wieder weg. Wirklich. Alle kneifen rein in die Bank. Nein, und hat einfach so mit, du wirst aufs Klo gezerrt und dies und das, also die können das dann umgedreht auch. Naja, normal, ne? Das ist ja dann das Kollektiv quasi. Ja, 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 irre. Survival of the fittest. Sag mal, weil wir eben noch von Bassbox gesprochen haben, hast du irgendwelche Stories für mich und für uns, so irgendwas, was dir so einfällt zu der Zeit, was einfach so in dir schlummert, wo du sagst, Alter, Burak, das musst du dir erzählen, das war einfach eine Wahnsinns-Story, Wahnsinns-Abend, Wahnsinns-Session, Wahnsinns-Zeit. Irgendwas, wo du gerne dran zurückdenkst und das in deinen Kopf schießt. Ja, schwierig. Schwierig, die Geschichten sind alle ziemlich schlimm. Deswegen frage ich ja. Schwierig. Also nicht so, ich habe jetzt keine so, boah, das war so eine coole Wahnsinnsstory, sondern eher so, boah, das ist eine Story, aber das will ich lieber nicht erzählen. Es gibt so unendlich viele Dinge, die da passiert sind. Also, eine Story aus der Zeit. Ah, ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt her? Ist das noch? Ich weiß nicht, ob ich mich damit... Es gibt da einen Haufen Geschichten, die halt wirklich auch alle, das ist so unfassbar, wie diese Zeit so noch wirklich Hip-Hop war, weil wir hatten Breakdancer da, die dann in der Wohnung Saitos und blablabla gemacht, wirklich, wir waren ja alle Sprüher, wir haben da alle Mucke gemacht. Es gab eine Story, wo wir dann, da oben am Kotti steht ganz selten mal ein Zug und da stand aber einer, und dann sind wir da, oh Gott, die Geschichte so lang und so irrsinnig. Ich versuche es kurz zu machen. Wir waren dann zumindest... Erzähl sie uns. Wir wollen sie wissen. Nee, ich kürze es ab. Wir waren dann auf jeden Fall die B-Boys von uns, die waren halt noch, die waren Chainman, habe ich noch nie gesehen, kommen wir mit. Ja, okay, kommt mit. Dann haben wir ein paar B-Boys, also ein paar Breakdancer mit. Wir noch dann da, die wir alle Rapper waren, nicht die ganze Horde, aber sind da, haben dann Holka gemalt, bla bla. Mussten dann rennen. Mussten, sind dann da irgendwie hinten, weil vom Korti aus jemand kam, dann mussten wir irgend so eine, es gab ja kein, wie kommst du von dieser Trasse da runter, so, sind dann da über irgendwelche Ampeln runtergeklettert, bla, und irgendjemand hatte schon einen Plan gemacht, da gab es irgendwo Stellen, ich habe das voll verpasst, musste dann wirklich so, lebensgefährlich alles, sind dann nach Hause und die B-Boys sollten filmen. Die Aufnahmen waren nichts. Wir hatten dann also keinerlei Beweise für diese Aktion, obwohl es eigentlich voll die legendäre Aktion war. Und dann tatsächlich ein paar Tage später habe ich Jumbo auf der Straße getroffen, der so ein legendärer Dude, so ein weißer Dude mit einem Lowrider-Fahrrad, hinten, mit einem Durag, hinten drauf ein Ghetto-Blaster, aus dem seine Mucke kam. Und der kam zu mir, ey, du bist doch Marwan. Ich so, ja, ihr habt hier den Zug gemalt, wa? Und er so, ich so, ja, ja, ich hab das auf Video. Ich war so, was? Er hatte das halt gefilmt. Ach was. Er hat genau da gegenüber gewohnt. Was ein Zufall, ja. Ah ja, das sind so Geschichten, die das Leben schreiben. Und irgendwelche Konsequenzen oder alles gut? Nein, alles gut. Ja. Kann jetzt ja noch kommen. Gibt ja so Leute, die filmen das und dann... Wollte man gar nicht, dass sie das filmen, weißt du? Nee, damals, das gibt's ja, es gab jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht so Handykameras und so. Ja, stimmt. Man muss man ja immer mit. Stimmt, ja, ja. Du erzählst ja von einer ganz anderen Zeit. Ja, natürlich. Ja, sag mal, zum Thema Sprühen und so, vom Vibe her, vom Film her, so wie war das früher für dich, rauszugehen, einen Zug zu sprühen? Abenteuer. Ja. Abenteuer. Klang eben auch. Also lebensgefährlich gesagt, das war ich so ein bisschen mit dem Film. Das ist, es ist ganz viele dieser Dinge. Ich meine, wenn du da irgendwo durch einen U-Bahn-Schacht rennst oder es gab ganz viele lebensgefährliche Situationen tatsächlich auch, aber ansonsten sitzt du halt auch, fährst mit Freunden irgendwo hin, sitzt in irgendeinem Gebüsch, checkst irgendwas aus, triffst dich noch da mit Leuten, triffst zufällig irgendwelche anderen Sprüher, die auf der Leine unterwegs sind. Riesenabenteuer, immer. Also Graffiti ist wirklich, das kann man, glaube ich, man kann nur diesen Geruch und dieses Gefühl und das Adrenalin und den Schweiß und den Lack und alles, das ist ja, die Zeitreise ist ja immer mit Gerüchen und Sounds verbunden. So. Musik ist ja auch eine Zeitmaschine. Und das kann man nur nachvollziehen, wenn man das gemacht hat. Es ist super, super abenteuerlich.
Also wirklich, wirklich, es kann auch krass auf die Psyche gehen, aber es ist halt, es ist einfach wirklich Real-Life-Abenteuer. So, weil du, das ist ja, musst du, Mann, das ist ja wie ein Anschlag immer, wenn du solche Sachen machst. Das ist schon geil. Das ist schon, will ich nicht missen. Hat ja auch immer sehr viel mit dem Namen zu tun, ne? Rauszugehen, einfach zu sagen, zu zeigen, wer man ist. Ja, das ist, glaube ich, das stimmt natürlich, man sprüht ja da seinen Namen oder sein Zeichen oder was auch immer hin. Es geht aber jetzt eigentlich nicht so sehr darum, es geht tatsächlich dann nicht so sehr darum, dass jeder weiß, wer du bist. Also weißt du, also manche, es gibt auch Leute, denen ist es sehr wichtig, dass jeder, guck mal, ja, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Vielen Leuten geht es aber auch einfach nur darum, das zu sehen und das zu verteilen und teilweise vielleicht auch, braucht gar keiner wissen, wer das ist. Das ist Underground-Werbung im Grunde. Graffiti ist wie Werbung. Ungefragt. Ich lieb's. Also ich find's auch geil. Ich kann leider nicht so sprühen oder irgendwie, hab mich noch nie so richtig ausprobiert, aber jedes Mal, wenn ich eine Dose in der Hand halte, fand ich's geil, aber ich find's einfach krass, wie viel Talent es gibt, was die Menschen machen mit einer Sprühdose und das ist einfach Wahnsinn. Also unabhängig jetzt von dem Film, den du erzählt hast und das ganze Adrenalin und die Gerüche und so, einfach die Kunst dahinter, weißt du, ich bin geflasht, ich sehe manchmal Bilder. Jedes Mal, wenn ich in ein anderes Land fahre auf der Autobahn und ich gucke mir die Brücken an oder so und ich denke mir, in Marseille finde ich das ganz krass. Alter, Marseille. Wahnsinn. Marseille Digga. Ist Wahnsinn. Marseille ist sowieso eine unfassbar beeindruckende Stadt. Mega, so eine Künstlerstadt. Wahnsinn, aber auch wahnsinnig gefährlich. Ja, 100%. Auf jeden Fall. Wirklich, wir sind in Marseille und es wurde von Anfang an gesagt, ihr geht bitte nachts nicht raus. Aus Kreuzberg uns auch scheißegal. Scheißidee. Ja. Richtig, zum Glück war noch jemand da an dem Platz, der wusste, wer wir sind, der dann gekommen ist und uns dann so aus der Situation und gesagt, geht mal bitte einfach wieder nach. Alles klar, ist okay. Marseille, aber ansonsten wunderschön. Ganze Straßen komplett, so von einer Ecke zur nächsten, völlig anders und dann plötzlich alles voller Graffiti. Es gibt so viel Kunst da, es ist Wahnsinn. Auch die Musik da, what the fuck. Ganze arabischen Einflüsse und. Mega. Komplett gestört. Für mich wirklich mit eines der schönsten Städte, die ich je gesehen habe. Also von der Beeindruckend. Von Kunst, Kultur, von Menschen, von Essen, von Gerüchen, Farben, auch Architektur. Ich bin geflasht. Neben Marseille ist auch Montpellier. Okay. Und auch eine Wahnsinns-Künstlerstadt. Kann ich dir empfehlen, wenn du mal dahin solltest. Aber Marseille ist krass. Marseille ist krass. Hat mich auch nachhaltig beeindruckt. Wir haben da mal so ein Austauschprojekt mitgemacht. Das war Wahnsinn, da zu sein. Also das war wirklich wirklich nachhaltig beeindruckend, voll schön, auch voll schön mit Isa und Akte, also auch mit unseren Kreuzberger Leuten und mit ein paar Basbox-Leuten das miterlebt zu haben. Diesen Austausch war wahnsinnig gut. Also das war... Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr seid dann dahin und dann sind von die Jungs von dort hier, oder was? Wir sind dahin eingeladen worden. Es gab auch einen Austausch mal mit Leuten, die hergekommen sind. Das war aber nicht das Marseille-Projekt. Wir wurden tatsächlich von Melting Pot hieß es. Wir wurden tatsächlich einfach dahin eingeladen zu einem Projekt eine Woche lang und haben dann am Ende da auch noch ein Konzert gespielt. So. Ach geil. Bei so einem Festival, ja genau. Krass. Ja. Wie war das so vor fremdem Publikum, ausländischem Publikum? Ah, okay. Okay. Aber versteht ja eh keiner, was du sagst. Ja, Mann. Der Boogie hat er ein, zwei Mal schon gesagt, aber ich hab's, als ich das erste Mal gehört habe, bin ich einfach vor Lachen gestorben. Da sagt er so, wird er irgendwie gefragt, warum er französische Mucke, also französischen Rap nicht so feiert, ne? Oder ob er es hört oder ob er es feiert und so. Und dann sagt er so, ich finde es vom Vibe her und von den Beats und von der Atmosphäre super geil, aber ich kann dazu einfach nicht mitnicken, nicht, dass die Franzosen sagen, alle Langwitz haben einen kleinen Pimmel oder so und er nickt dazu und das abweist. Und dann sagt er, Boogie, alle. Du machst mich fertig. Liebe Grüße an Boogie. Ja, liebe Grüße. Bester Mann. Du bist ja auch bald bei ihm, ne? Genau, ja, ja. Okay. Wie ging so euer Weg so zwischen dir und Boogie weiter? Ich weiß, ihr habt euch immer wieder mal auf TV Straßensound auch getroffen, so zu Interviews, aber immer Kontakt gehalten? Im Grunde schon. Ja? Ja, im Grunde immer Kontakt und immer positiv eigentlich. Also zwischen Boogie und mir gibt es kein böses Blut. Ich glaube, Boogie liebt mich, ich liebe Boogie. Wir haben auch wirklich, Boogie war immer jemand, der einem, ey, wenn es Stress gibt, sagt Bescheid mäßig so und ich habe es, letztens gab es eine Situation, da habe ich für einen Freund, musste Boogie etwas klären. Boogie hat gesagt, ey, guck mal, du hast mich noch nie nach etwas gefragt, wer das ein guter Freund von dir ist, dann so weiter und so fort. Also
Ich habe mit Boogie aber auch schon viel, viel komplizierte Sachen durch. Aber lass uns nicht über Boogie reden. Also, du weißt schon, er hat ja nun auch so seine Päckchen. Ja, genau. Ja. Und seine ein bisschen komplizierteren Situationen gehabt im Leben. Und da war ich ja teilweise auch, da saß ich ja daneben im Grunde. So. Voll, also ich meine, wir reden von einem Mann, der auch eine Doku hat und der zig Interviews gegeben hat und auch, hast du nicht gesehen, ist, ja. Und raptechnisch und so. Und stimmt, jetzt wo du sagst, also klar, wo Sonne ist, da ist auch Schatten, ne? Ja, und logischerweise wirst du einiges durchgemacht haben. Grundsätzlich in der Bassbox-Zeit, mit allen Charakteren irgendwo. Ja. Ja, absolut. Haben die auch viel mit dir durchgemacht? Ja, sicher. Also ich muss sagen, ich war schon ein bisschen das Auffangbecken. Ja, klar, haben die auch viel mit mir durchgemacht, aber ich war jetzt nicht so der Charakter, der wegen dem man jetzt irgendwie Stress hätte oder so. Gab es schon mal eine Situation, da war ich sprühen und wir waren auch mit ein paar Leuten und so bei uns um die Ecke und da wusste ich aber nicht, dass gerade alles voller Zivi-Bullen ist und dann sind die bei uns eingeritten in der Wohnung, der uns bis nach Hause verfolgt, haben dann die Wohnung auseinandergenommen. Nein. Und ich war aber schon hinten aus dem Fenster gesprungen. Aus der Wohnung, ja, okay. Und da wurden dann ein paar andere Leute festgenommen, die nichts damit zu tun hatten. Und dann musste ich mich dann später vor Gericht auch dafür gerade machen und sagen, nein, das war nicht der, das war ich. Aber ja, also natürlich, wir haben da alle viel miteinander durchgemacht. Kontakt heute zu den einzelnen Leuten? Zum Beispiel mehr, zum Beispiel weniger. Also ich habe zu Bastard wieder ganz guten Kontakt. Ich habe, wie gesagt, zu Boogie immer mal wieder, wenn man sich mal, man läuft sich halt über den Weg, weil da gibt es viele Überschneidungen, was die Dinge antut, die er tut und wo ich mich bewege. Mit Frauenarzt habe ich mich mal wieder getroffen, was mich auch sehr gefreut hat. Job habe ich jetzt lange nicht. Aber mit Akta habe ich halt natürlich nach wie vor sehr viel zu tun. Dann hört es eigentlich schon so ein bisschen auf. Money Mark habe ich mal wieder getroffen. Becky habe ich mal wieder getroffen. Das hat mich auch sehr gefreut, vor allem, weil ich sie früher nicht so klar verstanden. Das war ein sehr interessantes Gespräch jetzt. Ich habe sie jetzt erst wirklich verstanden, was für ein komplizierter Mensch sie ist. Sehr interessant, sehr, sehr, sehr autistisch. sonst fällt mir jetzt gerade aus der Bassbox-Zeit. Jopa habe ich ewig nicht gesehen. Fork auch lange nicht gesehen. Dan ist raus. Ein bisschen, dem scheint es recht gut zu gehen. Er hat seine Mitte gefunden. Da bin ich auch sehr, sehr glücklich für ihn. Naja, nicht sonst, muss ich sagen. Nee, da sind so die Kontaktpunkte aktuell noch. Okay. Ja. Aus der Bassbox-Zeit in die heutige Zeit. Tony D. Den habe ich mal wieder getroffen. Da freue ich mich auch sehr, wie der sich entwickelt hat. Der Weindamager. Der beschäftigt sich ja sehr viel mit Wein. Ne? Der Weindamager, das weiß man. Da freue ich mich sehr, sehr, was für ein süßer Mensch das geworden ist. Geil. Ja, ja. Ey, liebe Grüße auch. Auch eine sehr inspirierende Geschichte. Ja. Aus der Bassbox-Zeit zur heutigen Zeit. Du bist auch letzten Endes hier heute bei mir im schönen Podcast, weil wir auch ein bisschen über deine Mucke sprechen wollen, über aktuell. Album, erzähl mir ein bisschen was dazu. Du hast vorhin gemeint, du hast gerade nicht mehr so viel Zeit für Mucke, weil du jetzt einfach wieder gucken musst, ey, ne, andere Aufgaben liegen an, du musst Promo machen, hast Haufen zu tun. Wie war die Zeit davor? Was zum Album? Das Album heißt Friss oder Stirb. Friss mit SZ, weil das Album mit S und Z, nicht mit Doppel-S. Was ein kleiner Gruß auch wieder an die linke Szene ist, weil das Album doch politisch sehr unkorrekt ist. Weil es wieder doch sehr kompromisslos ist und hier und da. Was soll ich sagen? Das Album ist. Das Lustige ist, das Album heißt Friss oder Stirb. Wir haben es ursprünglich so genannt, weil ich hatte so ein bisschen, dadurch, dass ich so viel tätowiert habe und ich hatte zwischendurch auch eigentlich überhaupt keine Lust mehr gehabt, Mucke zu machen. Also ich habe wirklich 3 Jahre eine komplette Pause hingelegt, weil es mich einfach nach dem letzten Album genervt hat. Habe mich voll ins Tätowieren gestürzt und wäre der, keine Ahnung, der die Lust, wieder Musik zu machen, nicht zurückgekommen, hätte ich auch einfach keine Musik mehr gemacht. Ist dann aber wieder sehr intensiv zurückgekommen und wir haben dann angefangen, an einem Album zu arbeiten, haben dazu viele Gespräche geführt, Mike und ich. Also Mike Martin und ich. Wir arbeiten jetzt seit dem letzten Album zusammen.
immer an der Musik für Mach One. Und es hat mich so genervt, dass ständig irgendwelche Leute mich anschreiben und ja, ist jetzt mal gut mit Tattoos, mach mal wieder Musik. Oder so überhaupt, so dieses Fordernde, als würde ich irgendwem irgendwas schulden. Und dann habe ich da gab es halt irgendwann mal so dann halt so einen Moment, wo wir gesagt haben, ey, das nervt mich, so wir, wenn wir was hinschmeißen, sollen die es fressen, mäßig. Und es klingt jetzt natürlich böse, aber so, ich fand auch das, was bei mir angekommen ist, böse. Und zwar dann so, dass unser ursprüngliches Konzept auch war eigentlich, dass wir die Tracks teilweise gar nicht auslaufen lassen, sondern dass wir das komplette Konzept, dieses ursprüngliche Arrangement-Konzept eines Albums oder eines Tracks komplett brechen und einfach das Stück, dass wir, jetzt fängt das Feature mit dem und dem an und wir schneiden es einfach ab und genauso machen wir das auch in den Videos und, weißt du, oder Tracks werden ganz weird. Wir hatten dann ziemlich lustiges, absurdes Konzept, aber dieses Album heißt Friss oder Stirb und das bedeutet, dass auch wir fressen müssen oder sterben, weil dieses Album tatsächlich von Anfang an einfach gemacht hat, was es will. So, das und tatsächlich immer zum Guten des Albums. Wir haben, da sind Tracks entstanden, die, ich kam von einem Guestjob in Bremen zurück, wo ich eigentlich tätowieren sollte. Da gab es dann aber eine Situation, ich bin aus merkwürdigen Gründen in irgendeinem Studio oder im Keller gelandet, auch im Zusammenhang mit der Tattoo-Situation. Ich habe einen Typen tätowiert. Danach sollte ich seine Freundin oder Ex-Freundin tätowieren. Die beiden wussten nichts voneinander. Und er so, ja, was hast du heute noch tattooed? Ich so, ja, die und die. Die und die? So, ja, das ist meine Ex-Freundin. Und ich war so, ja, okay, ist das jetzt unangenehm? Ja, nee, ist schon okay. Und dann kam sie aber und war dann so, ja, ich hier unten im Keller gibt es noch die. So richtig okay war es wohl anscheinend doch nicht. Ja, und unten im Keller gab es, ja, hier unten hat ein Freund von mir ein Studio im Keller. Ich, was für ein Studio? Ja, ein Musikstudio. So, ah, okay. Ja, ich warte dann da unten. Und dann war ich fertig mit Tätowieren, habe gesagt, ja, wo bist du? Ich bin hier unten im Studio. Und bin ich da runter ins Studio, habe angefangen, mich mit dem Typen zu unterhalten. Sie war mit ihrer Schwester da, glaube ich. Wir haben da gesessen, Bierchen getrunken, Mucke gehört, dies, das. Ja, am Ende habe ich dann gesagt, so, okay, ist sie denn gegangen? Wir haben nicht mehr tätowiert, sondern ich habe mit dem Typen Mucke gemacht die ganze Nacht. Und auf diese Art und Weise sind immer wieder Sachen passiert. Dieses Album hat sich, was man sagen muss, ich meine gut, dass irgendwo random Tracks passieren und Leute daraus ein Album machen, das ist ja, mag für einige Leute gang und gäbe sein. Für mich ist es so, dass ein Album bei mir, ein Mach One Album, ein vernünftiges Mach One Album, ist immer ein Trip. Also ist immer, das machst du, du machst den ersten Track an und dann läuft es durch. Das ganze Konzept ist heute ja eh nicht mehr so angesagt, soweit ich das einschätzen kann. Heute ist ja, wir leben in der Zeit der Singles. Ich mag immer noch das alte Albumkonzept. Mhm. Ich will auch tatsächlich jetzt noch gar nicht zu viel zum Inhalt des Albums sagen. Ich will nur sagen, dass dieses Album sich in jeder Track hat eine krasse Geschichte dieses Albums. Also die Entstehung jedes Tracks und darüber will ich eigentlich jetzt noch nicht, ich will noch nicht zu intensiv darauf eingehen, weil ich möchte mir das auch noch ein bisschen aufheben für spätere Momente, in denen ich mich auch mit Mike da zusammen hinsetzen will. Wir wollen auch noch Interviews machen mit den Leuten, die beteiligt waren und. Ja. Und wollen da gerne nochmal einen sehr intensiven Einblick abgeben. Jedenfalls, Friss oder Stirb ist für uns auch Friss oder Stirb. Und so ist es jetzt halt tatsächlich so, dass wir mussten es einmal verschieben. Wir werden es wieder verschieben müssen. Am Ende ist es immer so, dass die Dinge, die passiert sind, auch wenn sie uns nicht gefallen haben, wir sie aber fressen mussten, immer zum Guten dieses Albums passiert sind. Am Ende war es immer so, dass wir gesagt haben, okay, krass, der Track, das hätten ganz vieles so passiert, so haben wir es nicht geplant und so hätten wir es nicht kommen sehen, aber es war am Ende immer so, dass wir gesagt haben, okay, es war sehr gut, dass es passiert ist und Mann, ich bin so unfassbar zufrieden mit diesem Album. So, ich meine, überleg mal, ich bin 79er Bauer, ich bin 43 Jahre alt, ich hätte jetzt als mir zu Bassbox-Zeiten gesagt, dass ich dass ich in dem Alter nochmal ein Album mache. Ja, völlig undenkbar.
Also vor allem so ein gutes, und ich bin voll dankbar, dass dieses Album mich mitgenommen hat. Weil das, so fühlt es sich an. Ja. Es fühlt sich wirklich an, als wäre man Teil, als sollte man Danke sagen, dass man mitmachen durfte. Okay, so. Wow. Was ein Anspruch auf jeden Fall, ja. Nee, aber so wirkt es. Was hattest du dir denn gedacht, als du, weil du gesagt hast, hätte man mir zu Bassbox-Zeiten gesagt, dass es soweit ist. Wo dachtest du, bist du in deinem Alter? Was denkt man denn mit 18, 19, ja, was man mit 43 macht? Tot sein. Nee, aber ich dachte ja tatsächlich, ich werde höchstens 36. Die andere Sache ist natürlich, wenn du so, was denkt man in dem Alter? Man denkt halt, man hat ein Haus, einen Hund, eine Frau und zwei Kinder oder so. Hätte man mir gesagt, dass ich immer noch Künstler-Freak bin, der sich teilweise immer noch bindet wie 16. So, weißt du, ist halt wirklich so, als Künstler bist du Spielekind. So, das ist Musik machen, malen, dies, das. Das ist ja immer Spielen. Also, weißt du, was ich meine? Das ist ja wie mit Lego spielen. Und auf die Art und Weise hat man die Freiheit, hat man halt wirklich auch die Freiheit, wenn man es schafft, davon leben zu können, hat man das Privileg und die Freiheit, nicht erwachsen werden zu müssen. Weißt du, was ich meine? So, und das ist... Und das Album klingt danach, nicht erwachsen werden zu müssen? Das Album ist einfach, nee, das ist nicht der Punkt. Also es wird zwar auch so, also auch solche Themenbereiche werden angesprochen, aber es ist halt ein, es ist das Album ist genauso, wie wir Mach One hören wollen. So, wir haben echt, wir haben tatsächlich auch wieder alte Elemente mit reingenommen. Wir haben, was ist los, warum guckst du? Nee, ich habe nur geguckt, ob die Kamera passt. Alte Elemente wieder mit reingenommen. Wir haben echt sehr darauf geachtet, dass wir, dass es genauso, wie du schon gesagt hast, kompromisslos ist, wie es sein sollte. Und es ist. Es hat so viel Persönliches, es hat so viel Dummes, so viel Schlaues, so viel Lustiges, so viel Ernstes, wie es halt haben muss. Und es hat so eine schöne Mischung aus dem alten Mach One Sound und etwas Modernem, also das dazu führt, dass es einfach nicht verstaubt klingt. Ist einfach geil. Ich bin gespannt. Weißt du, ich bin kein Fan davon, Mucke zu erklären, deswegen freue ich mich, das Ding zu hören. Mhm. Jetzt hast du gesagt, verschoben, leider nochmal verschoben, und meintest vorhin so, alle weiteren Infos werden folgen. Ne? Wir müssen jetzt nicht alles detailliert hier aufbröseln, aber solltest du genaues Wissen, aktuelles Wissen, kann man das nachverfolgen auf Insta, Social Media, auf Insta, blablabla. Genau, ne? Und so weiter und so fort, ja. Genau. Auf jeden Fall, genau. Die Sachen werdet ihr sicherlich einblenden und so weiter und so fort. Wir sind auch gerade noch dabei, was das Thema angeht, da wirklich unsere Medienpräsenz und so weiter und so fort zu stärken und zu verbessern. Im Grunde habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Album jetzt erst die Promophase zulässt. So richtig. Okay. Also was haben wir bisher gemacht? Wir haben eine Single gemacht, hier die Herzmassage-Single. Ja. Und seitdem ist im Grunde ja nicht mehr viel passiert. Und auch dafür gab es halt einfach Gründe. Und das Album wollte so. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass jetzt, das hat eine Kollegin auch heute gesagt, sie freut sich auch, dass dieses Interview stattfindet, weil sie auch ein bisschen das Gefühl hat, das ist so ein Startschuss, weil wir jetzt doch sehr, sehr klar sehen, wann, wie, was, wo passieren wird und da sehr strukturiert rangehen. Also da können wir dir dann auch auf jeden Fall nochmal Infos zukommen lassen. Aber das Album wird jetzt auf jeden Fall am Freitag, dem 13. Januar erscheinen. Fest. Das ist fix, ja. Bombe. Ja, natürlich, alles, was wir haben, finden wir unten in der Infobox. Ja, ne? Ja, alle Links ballern wir da rein. Und klingt so ein bisschen, als weil du es immer sagst, ne, das Album, wie als wäre das Album so, es klingt so, wie als hätte es so ein Eigenleben. Ist auch so, Mann. So fühlt sich das auch wirklich an. Album. Ja. Ich denke mir die ganze Zeit so, Alter, reden wir hier über dein Album oder reden wir irgendwie über so ein Monster? Es ist wirklich ein bisschen weird. Also wir reden natürlich über mein Album, wir reden noch über mein Baby in dem Fall. Aber dieses Album hat einen unfassbar
merkwürdiges Eigenleben. Schon die ganze Zeit. Das ist wirklich so, da passieren die ganze Zeit Dinge, man, das klingt auch schon wieder so super nach Geistergeschichte oder was weiß ich, aber manchmal, so wie ich arbeite und wenn man sich einfach so ein bisschen, wenn man Dinge passieren lässt, man weiß schon, man kann ja konstruiert arbeiten. Ich bin nicht so der, oh, das muss so, wir machen dann das, so, sondern es ist einfach, ich gucke einfach, was passiert und was kommt. Wir haben dann schon das Album in Reihe gestellt und mal probiert und geguckt, was fehlt noch. Und so. Aber die meisten Dinge sind, die meisten Themen auch, es wurde nichts geplant, es ist alles passiert. So, und das ist anders. Das hat wirklich ein Eigenleben. Du machst echt, Du sprichst von dem Album, dass ich mich wirklich die ganze Zeit frage, Alter, was haben die da gemacht? So, weißt du, so ein Riesenfragezeichen im Kopf. Es ist ein absurdes, schönes, rundes Kunstprojekt auf jeden Fall. Es ist kein abstraktes Ding oder irgendwas. Es ist ein ganz klares, sehr klassisches Mach-One-Album. Hörst du halt an. Ja. Perfekt. Abschlussplädoyer hast du auf jeden Fall getroffen. Andere Feature-Gäste, bis auf das mit Favorite, was dann doch nicht sein konnte. Also wir haben jetzt auf der Liste, die wir als Tracklist veröffentlichen werden, stehen Morty, Mike Martin, Taklos, Ryman Simon und MC Bastard. Und was sonst noch passiert, ist ein bisschen... Wird man dann ja hören. Okay, alles klar, Mann. Ja, mega. Ey, ich bin sehr gespannt auf das Album. Es ist immer ein bisschen blöd, über Mucke zu sprechen, die noch nicht da ist. Ja, es ist ne, wirklich so. Ich komme mir auf den Bauch gerade ein bisschen so. So, aber du hast gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Alle weiteren Infos, meine lieben Freunde, auf Insta und auch bei uns unten in der Infobox unter diesem Interview. Du siehst, ich habe hier ein Blackbook. Ich habe schon die ganze Zeit dran rumgespielt. Ja, ja, das ist mein Gästebuch. und damit öffne ich eigentlich immer so ein bisschen das Schlusswort dieses Podcasts, aber bevor ich hier eingehen will, hast du vielleicht konkrete Zukunftspläne nach dem Album, ist ja vielleicht manchmal auch vor dem Album, ich weiß nicht, was du noch vorhast, gibt es schon etwas Konkreteres, wie es jetzt nächstes Jahr vielleicht weitergehen könnte? Also was ich auf jeden Fall sagen möchte und kann, ist, dass es nach diesem Album nicht wieder so eine 8 Jahre Pause geben wird. Und da möchte ich bitte auch ganz klar sagen, dass die Leute ein bisschen die Augen offen halten sollten, weil wir haben schon mal eine Situation gehabt, nach dem Meisterstück 2 haben wir ein Jahr später ein Album rausgebracht und die Leute haben nicht damit gerechnet, dass ein Jahr später schon wieder ein Machalbum kommt. Es wird jetzt auch, wir werden jetzt nicht nächstes Jahr wieder ein Album haben, aber es gibt ganz klar ein paar Pläne für EPs, also ich würde zum Beispiel, es gibt noch eine EP mit Mike, es gibt noch eine EP es gibt einen Haufen Songs, die noch in der Pipeline sind, was wir genau machen mit Morty zum Beispiel. Der hat auch ein Album fertig und da haben wir auch noch ein paar Sachen in der Corona-Zeit aufgenommen, die ich echt auch sehr, sehr gerne rausbringen möchte. Und ich würde gerne mit PTK was machen, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Und wir haben da eigentlich schon lange was geplant, aber das Album frisst halt gerade zu viel meiner Zeit so. Und dann Meisterstück 3 wird es geben und danach haben wir auch, es gibt einen Zukunftsplan, ja. Okay, ja, klingt auf jeden Fall sehr gut für alle Mach-Fans, könnte nächstes Jahr noch spannend werden, ja? Es könnte einfach, wir werden gucken, dass da in Zukunft, also dass das jetzt nicht wieder so abreißt. Wir wollen gerne was aufbauen, wir wollen gerne auch was Zuverlässiges aufbauen, wir wollen gerne auch auf kurz oder lang gucken. Ich möchte gerne auch mit jungen Künstlern arbeiten, auf kurz oder lang, also das cool. Ist so ein bisschen... Ja. Geil. Ey, hört sich sehr gut an. Kommen wir zu meinem Gästebuch. Mein letzter Gast war der Craig Valley. Der lässt Fragen, also Konzept ist so, Leute, die hier reinkommen, schreiben mir was rein für den nächsten Gast, unbekannterweise. Und der Craig Valley lässt Fragen, welche Talkshow hast du früher am meisten geschaut? Welche Talkshow habe ich früher am meisten geschaut? Hast du überhaupt Talkshows verfolgt? Ich schätze, ganz, ganz früher, weil meine Mutter hat ja auch immer Talkshows geguckt und so. Ich bin jetzt nie so der riesen Talkshow-Fan gewesen, aber was gab es denn alles, Alter? Arabella. Ach, ja, ja, genau. Vera. Was gab es noch? Talkshows. Ist hier
Stefan Raab, das ist eine Talkshow auch, ja, ne? Ja, TV Total. TV Total. Würde ich jetzt nicht so als klassische Talk, was der, glaube ich, meinte, waren diese Arabella-Formate. Andreas Türk gab es noch, ne? Ja, Andreas Türk, sowas hat man halt auch mal nebenbei lieb. Brit. Sowas mal. Ach nee, was. Nee, also ich kenne Arabella und Andreas Türk ist bestimmt mal irgendwie gelaufen, so, aber ja. Ich bin jetzt nicht so jemand, der bewusst so, oh, heute läuft diese Talkshow. Okay. So, weißt du, so, das war, glaube ich, auch noch nie mein Ding. Ja. Nee. Ja. Naja. Naja, gut. Das ist eine merkwürdige Frage. Weißt du, und das ist unbekannterweise, ja? Ja, du darfst auch gleich reinschreiben, hinter den Kulissen. Und die Frage oder die, was auch immer du reinschreibst, trage ich dann meinem nächsten Gast vor. Machen wir jetzt schon, glaube ich, seit 70 Folgen oder so. Ist witzig. Oh, ich muss, ja, das ist eine gute Idee. Ja. Ich brauche eine gute Frage. Geil. Natürlich auch dein Autogramm und so. Und dann tust du mir auch einen Gefallen mit. Geil. Ja. Ey, also sehr, sehr cooles Gespräch. Schön, dass wir uns auch endlich mal kennengelernt haben. Ja, war mich auch sehr gefreut. Achterbahn der Gefühle, dieser Podcast, aber sehr, sehr stark. Ich finde ein bisschen schade, dass ich jetzt tatsächlich, gerade als ums Album ging, habe ich jetzt ein bisschen so, hab mir ein bisschen die Luft gefehlt irgendwie so. Aber ist egal, ist nicht so schlimm. Sollte ja nur ein Promo fürs Album gehen. Ach du, wir haben über alles gesprochen, nur nicht über die Musik, die muss man halt hören. Ja, und einfach sich darauf verlassen, dass das bisher immer gut war. Wenn einem das bisher gefallen hat, wird einem das jetzt auch sehr gut gefallen. Ich bin sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden damit, wie das gelaufen ist. Auch wenn hier und da Sachen gerade ein bisschen. Das, auch wenn das Album echt ein fieser Bastard ist. Tatsächlich soll es ja auch in diesem Podcast, also der Gedanke hinter diesem Podcast war ja auch, wir nennen ihn Record und tun so, als hätten wir vergessen, auf Record zu drücken, als wären die Kameras gar nicht da. Ah, okay, so, okay. Meine lieben Freunde, ich hoffe, der Podcast hat euch Spaß gemacht. Alle Links und alle Infos unten in der Infobox, ne, wie gesagt. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge und in alter Straßensound-Manier darf ich natürlich deine letzten Worte an deine Kamera widmen lassen. Schön, dass ihr zugehört habt. Tut mir einen Gefallen. Redet nicht nur übers Essen, redet auch über Sex. In diesem Sinne, Peace. Mach's gut, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.